einer mal ein Selfie mit mir? Mach mal bitte einer ein Selfie. Einfach auf den Knopf. Ja. Das ist doch schön. So. Einfach mal so nett sein. Ach, wir gehen doch nicht weg. Sie wollen doch gegenwärtig sein. Entschuldigung, ich möchte nicht von Ihnen berührt werden. Kommen Sie mal, kommt ihr mal bitte her, mal von der Seite auch mal bitte ein Foto. Das ist schön. So, alles gut, wunderbar, wunderbar, so, wunderschön, so, keine Macht in Nazis, die bunten Menschen für Toleranz und sowas alles, ja, wunderschön. Der macht ja nur Fotos. Dankeschön. Wunderbar, wunderbar, nein, wunderbar, für Massenvergewaltigung, alles wunderbar, schön, schön, einfach schön. Ist das was geworden, das Bild? Weiß ich nicht. Für Gesetzesbruch und sowas. Nee, wenn du noch eins brauchst, dann haben wir hier noch. Alles. Wir wollen ja auch die Nazis mit haben. Was sind denn Nazis? Sie sind ja gar keine, das ist das Problem. Aber von den Neonazis haben Sie schon mal was gehört, oder nein? Wie sehe ich denn aus? Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen des Kreisvorstands der AfD in Lübbecke begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserem Infoabend heute Abend über Syrien mit Dr. Christian Blex. Ja, mein Name ist Burkhard Brauns, bin 56 Jahre alt, bin stellvertretender Kreissprecher, bin seit 2015 Mitglied und ein paar Worte zur AfD in Lübbecke. Wir wurden bei der Bundestagswahl hier im Kreisgebiet allgemein drittstärkste Partei. In Espelkamp gab es einen Bereich, wo wir sogar über 30% gehabt haben. Wir haben einen starken Mitgliederzuwachs. Wir haben zwei Stadtverbände gegründet, den letzten in Porta am Samstag. Und weitere werden hoffentlich bald folgen, auch vielleicht Espelkamp. Ja, und vorweg, es wurde uns gefragt, warum wir eigentlich hier sind. Vorhin wurde ich interviewt, warum ausgerechnet Espelkamp, warum ausgerechnet hier, es ist ja doch ziemlich weit weg von Syrien, warum hier? Und da muss man denn ganz einfach sagen, es gibt keinen besonderen Grund. Wir sind im gesamten Kreisgebiet tätig, wir waren in Lübbecke, wir waren in Minden mehrfach und wir möchten natürlich die Menschen auch hier informieren und dass in Espelkamp ein hoher Anteil von Migranten jetzt, beziehungsweise Zuwanderer aus dem russischen Gebiet, das ist kein Hindernis, denn die AfD hat grundsätzlich überhaupt gar nichts gegen Zuwanderer. Ja, das nur zur Einleitung. Schönen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Vollbesetzter Saal, manche stehen. Ich freue mich besonders da hinten links in der Ecke, die Dame in der roten Jacke, die eben mit einem Nazi-Rausschild so mutig bei uns, vor uns demonstriert hat. Ich wollte mich dazustellen, weil wir auch keine Nazis haben wollen als AfD. Das fand die Dame nicht so schön, aber dass ich mich dazustellen wollte. Aber ich freue mich, dass Sie hier sind und sich das anhören. Herzlich willkommen. Ja, kommen wir zu dem Thema des heutigen Abends. Das war unsere Syrienreise im März 2018. Vom 5. bis 9. März waren wir in Syrien gewesen. Achso, zum Vortrag. Ich halte Ihnen erst geht es darum, dass ich Ihnen mal die Ergebnisse, also erstmal die Hintergrundgeschichten über die Situation in Syrien zum Zeitpunkt unserer Reise, werde ich Ihnen mitteilen. Danach werde ich darauf eingehen, was wir von den Menschen vor Ort, von den Politikern, von den gesellschaftlichen Trägern da erfahren haben, Ihnen mitteilen. Und im Anschluss danach habe ich noch zahlreiche Fotos, die ich Ihnen dann einfach bei Interesse zeigen könnten. Sie werden erstaunt sein, wahrscheinlich die meisten von Ihnen, wenn Sie mal sehen, wie das in dem Land, wo doch so viele
sogenannte Asylanten bei uns sind, wie es da aussieht einfach in dem Land. Ja, jetzt ist der ausgegangen. So. Das ist schlecht. Der funktioniert ja nicht mal. Eben, ja, jetzt funktioniert er wieder. So, dann musste man mal einmal auf die Maus drücken. So, kommen wir zum Teilnahme. Sie sehen das, ich bin da hingefahren mit einer ganz... Also ich stehe oben, weil ich mit Blacks, also mit B anfange und nicht, weil der Esel sich zuerst nennt, sondern weil es einfach alphabetisch geordnet ist, das Ganze. Da können Sie das sehen, also wer da mitgefahren ist. Wir waren eine ganz illustre Gruppe. 4 MdBs waren mitgefahren, 2 MdLs, dann unser der Bezirkssprecher Münster, ein persönlicher Freund von mir, war noch mitgefahren. Und dann haben wir uns einfach auf den Weg gemacht nach Syrien. Und das ist dann ganz interessant, was Sie dann danach so in den Presse gelesen haben, wenn Sie das verfolgt haben, wer alles so, also die Russen, die haben das organisiert, hieß das. Der Russe, der war das. Ja? Also das wurde so in den Medien kolportiert. Also muss ja ganz schlimm sein, die Russen haben das organisiert und Herr Blacks war vorher auf der Krim gewesen und da haben sicher die Russen irgendwie in die Wege geleitet. Nee, so läuft das gar nicht. Syrien war eigentlich eine Sache, die entstammte, schon lange habe ich mir das vorgenommen. Also ich verfolge den Konflikt in Syrien seit Mitte 2015, bin ich darauf aufmerksam geworden. Wenn Sie den Konflikt dann verfolgen, und zwar ohne die deutschen Medien, sondern wenn Sie sich der ausländischen Medien bedienen, dann kommen Sie sehr schnell zu dem Schluss, dass Sie sich denken, irgendwas passt doch da gar nicht mit der veröffentlichten mit dem, was Sie in den Systemmedien da entsprechend zu lesen bekommen. Das passt doch nicht zusammen. So, und dann denken Sie, werden Sie hellhörig und dann schauen Sie mal nach und ab und zu merken Sie eins, das ist wie bei den Frontbegradigungen, die man vor 80 Jahren immer gehört hat. Ja, da gab es immer Frontbegradigungen, plötzlich waren die Russen vor Berlin. Und da stellt man dann halt immer fest, wenn Sie die Systemmedien dann verfolgen, ja, die Qualitätsmedien, da stellen Sie irgendwann fest, oh, ab und zu taucht ja dann doch so auf, dass da steht, naja, so viele Rebellen gibt es eigentlich nicht mehr, das sind ja alles nur noch Islamisten, die da hocken. Ja, so ab und zu konnten Sie das dann lesen und dann passte das wieder zu dem Bild zusammen, was Sie dann halt sich vorher auch schon als Information besorgt. Also so ab und zu konnte man dann feststellen, ups, da kamen sie nicht drum rum, die Wahrheit doch zu bringen. Aber wenn Sie das nicht tun, sondern nur unseren tollen deutschen Qualitätspresse verfolgen, da denken Sie, wundern Sie sich einfach, wie das so alles zusammenpasst. Wie gesagt, und das war bei mir der Grund, wo ich mir Anfang 2016 schon gedacht habe, oder am Ende, Mitte 2016, nicht schon, im September 2016, als ich auf die Landesliste gewählt wurde, habe ich mir gedacht, wenn ich in den Landtag einziehe, dann fährst du mal nach Syrien. So, und das haben wir dann auch ziemlich genau ein Jahr später, im Oktober 2017, habe ich also was gemacht, was man normalerweise macht, wenn Sie in ein fremdes Land reisen wollen und kein US-Amerikaner sind. Sie fragen die Botschaft um ein Visum. Da ist der normalste Vorgang eigentlich der Welt. Ja, ich sag das, ich habe extra die Ausnahme gesagt, also es gibt da manche Länder, die sehen das, oder ein Land, das braucht das nicht, aber ansonsten fragt man einfach nach einem Visum, wenn man da ins Land reist, und das haben wir dann gemacht, ich hatte das angemeldet entsprechend, und nach einem Monat, das muss Mitte, Ende November gewesen sein, haben wir von offizieller syrischer Seite die Erlaubnis bekommen, das Land zu besichtigen. So einfach geht das Ganze. Ja? Und Sie haben es mitgekriegt, es war jetzt ein deutscher Journalist auch wieder in Syrien unterwegs, Sie können das machen. Ja, Sie können das machen. Es war ein Monat nach uns war eine Schweizer Reisegruppe in Syrien. Die haben nachher Kontakt aufgenommen, die haben meine Erfahrungen abgedruckt. Sie haben mir ihre geschickt, die waren deckungsgleich. Ja, also Sie können das machen. Da brauchen Sie nicht die Russen, da brauchen Sie keine finsteren Leute. Sie fragen einfach in der Botschaft nach. Ja? So, vielleicht mal kurz zur Vorgeschichte in Syrien. Syrien hat ein Problem gehabt, das Land. Seitdem es existiert, haben die US-Amerikaner, entschuldigen Sie, wenn Amerikaner sage, ich meine ausdrücklich, meine Frau ist Amerikanerin, sie ist Südamerikanerin, ich meine ausdrücklich US-Amerikaner. Also wenn ich das also mal weglasse, so meine ich die US-Amerikaner hiermit. Also seit das Land existiert, haben die US-Amerikaner versucht, die Regierung wegzuputschen. Es gibt zahlreiche Putschversuche in dem Land, hat es immer wieder gegeben. Und
Das erklärt auch, warum das Land zu Zeitpunkt des Kalten Krieges in einer bipolaren Welt ein Alliierter der Sowjetunion gewesen ist. Nicht, weil die kommunistisch waren, etc., sondern wenn die einzige andere Großmacht sie ständig wegputschen will, dann haben sie leider keine Auswahl. Dann gehen sie halt zu denen, der sie nicht wegputscht. Ja? Das war in der ganzen arabischen Welt so, auch in Ägypten. Ja, die ja ursprünglich war Syrien und Ägypten von Regierungsform her national-arabisch, nicht irgendwie kommunistisch, ja, sondern das waren nationale Araber. Die hatten dann halt, da das Land hier mit sehr viel Waffen versorgt wurde, einen guten, mussten die halt dann auch sehen, wo sie die Waffen herkriegen. Ja. Das hat einfach damit zu tun, dass es den Amerikanern übrigens überhaupt nicht um die Parteien oder um Demokratie oder sowas geht, das, die US-Amerikaner, Entschuldigung, da sehen sie daran, dass wir hier in dieses Land, hier unten, beliebig viele Waffen liefern. Das Land sitzt auch im Menschenrechtsrat der UNO, ja, weil die Frauen da besonders viele Rechte haben in diesem Land. Ja, und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, Sie als, wenn ich die Damen hier sehe, es gibt, glaube ich, wenig Länder, wo sie noch weniger gerne leben möchten als in diesem Land da unten. Aber das stört die US-Amerikaner, das auf die Briten auch überhaupt nicht, seit 1932 da die Saudis zu unterstützen. Und da ja, gibt es halt dann Öl und so. Und ob die jetzt den Wahhabismus nach Deutschland exportieren, was soll's? Ja? Ja, der Wahhabismus, sehr ausgeprägte Form des sunnitischen Islams, ja, spielt doch keine Rolle. Hauptsache, man kann die Waffen dahin verkaufen. Und wenn Sie sich mal immer gefragt haben, auch sage ich nur vorweg, soll jetzt nicht zynisch klingen, aber wenn Sie sich mal gefragt haben, ich verstehe das gar nicht. Manchmal nennen wir Leute ein Regime. Das hier ist ein Regime. Das hier ist ein Regime. Hier gibt es aber ein Parlament. Hier gibt es auch Wahlen, mit ausgesuchten Kandidaten zwar, aber hier gibt es Wahlen. Hier gibt es keine Wahlen, das ist eine absolutistische Monarchie, aber das nennen wir nicht Regime, sondern das ist ein Königreich. Man hätte das auch Diktatur nennen können oder so, aber das ist ein Königreich. Und wenn Sie sich nie gefragt haben, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem bösen Diktator und einem gütigen, absolutistischen Königreich, sind die Lieferanten der Waffen. Das ist der wesentliche Unterschied. Damit erklärt sich das auch alles. Wenn Sie nie verstehen, wer ist Terrorist und wer ist Freiheitskämpfer, schauen Sie, welches Land die Waffen liefert. Stammen die Waffen aus Russland? Ist es ein Regime oder es sind Terroristen? Stammen die Waffen aus britisch-französischer oder US-amerikanischer Produktion? Ist es ein Königreich, eine Republik und Freiheitskämpfer, die dann die anderen Länder bevölkern? Ja, das ist also, wenn Sie sich das als generelle, einfach als generelle Handlungs- oder als Erklärungsmuster im Kopf absprechen, dann können Sie ganz viel plötzlich auf der Welt verstehen. So, und das... Das können Sie übrigens auch daran erkennen, der Irak, wo auch die Baath-Partei dran war, war jahrelange Verbündeter der USA, als es darum ging, gegen den Iran einen Angriffskrieg zu führen. Das störte überhaupt keinen, dass da der Hussein saß und die islamistische Opposition unterdrückt. Das hat überhaupt keinen gestört. Ja? Dann hat man sich allerdings dazu entschlossen, dann Herrn Hussein wegzubekommen. Und, ach ja, wie man das so macht, Sanktionen, können Sie sich daran erinnern, in den 90er Jahren, ja, Sanktionen, da gibt es eine US-Außenministerin, Mrs. Albright, die hat dann, da gab es Sanktionen, richtig schöne, ich sage das, weil Sie das gleich wiedersehen in Syrien und auch jetzt wieder im Iran, haben Sie mitgekriegt, wieder US-Sanktionen auferlegt zum angeblichen Regime-Change. Also die Taktik dahinter ist so, man schadet der Zivilbevölkerung so lange in der Hoffnung, dass sie dann sich auflehnt. Das kennen Sie, Moral Bombing, das ist angelsächsische Kriegsführung der letzten 150 Jahre, die dahinter steckt. Da geht es auch nicht um Menschenrechte oder sowas, es ist einfach, ich kann es, weil ich kann. So, und im Irak hat Frau Albright ja gesagt, da sind durch die Sanktionen 500.000 Kinder wohl zu Tode gekommen. Kinder. Nicht irgendwie böse Terroristen oder so, sondern Kinder. Und da ist Frau Albright gefragt worden, 96 in einem Interview, ob es das wert wäre. Da sagt Frau Albright, Sie können es nachlesen, ja, das wäre es wert.
Es ist es wert, eine 500.000 Kinder umzubringen, um einen Regime-Change durchzuführen. So viele Islamisten hätte Herr Hussein und Oppositionelle gar nicht in seinen Foltergefängnissen umbringen können, wie bei dem Versuch des Regime-Changes an Sanktionen, an unschuldigen Kindern gestorben ist. Ja, das muss man sich nur im Klaren machen. Und das erklärt auch so ein bisschen die Vorgeschichte in Syrien. Syrien hatte jetzt das Problem, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen war, entstand ein Machtvakuum für die US-Amerikaner, die sie genutzt haben, um zu versucht haben, die Neokons, die möglichst viele Länder zu bekommen, ja? Einzusacken praktisch. Ja? Und das ging gut. Libyen war ein Beispiel, das haben sie mitgekriegt. Gaddafi war noch kurz vorher, in Frankreich gewesen, hatte dort im wahrsten Sinne des Wortes sein Zelt aufgeschlagen. Und ein paar Wochen später bomben die Franzosen ihn weg mit den US-Amerikanern. Und was haben wir jetzt? Libyen war der wohlhabendste Staat Nordafrikas. Das war keine Demokratie. Aber es gab eine funktionierende Verwaltung, es gab ein funktionierendes Gesundheitssystem. Ja? Und den Leuten ging es relativ gesehen, der Mehrheit gut. Jetzt haben wir ein Failed State, wo lauter afrikanische Schlepperbanden ihr Unwesen treiben. Ja? Wir haben ein Failed State da mit Bürgerkrieg und alles. So. Und das haben die Russen 2011 gesehen. Und sie haben nie wieder zugelassen, dass die US-Amerikaner eine Flugverbotszone einrichten. Denn dann durfte dann zwar kein libysches Flugzeug mehr fliegen, aber NATO-Flugzeuge durften schön bomben plötzlich. Ja? So, und mit Syrien hatte dann praktisch letzten Endes die US-Amerikaner es zu weit getrieben. Aber warum es da eigentlich zu gekommen ist? Die US-Amerikaner hatten überhaupt kein Problem übrigens, bei Herrn Assad, als er an die Macht gekommen ist, anzuklopfen, als es darum ging, Guantanamo-Häftlinge zu befragen. Ja? Man ließ sie also dann gerne an Herrn Assad aus, der befragte sie dann und dann kriegte man sie wieder oder so. Ja? Da gab es überhaupt keine Probleme bei den US-Amerikanern, man wollte es ja nicht selber machen, das Ganze. Und das Problem war, also die syrische Regierung hatte gar kein Interesse daran, feindlich den US-Amerikanern gegenüberzustehen. Dummerweise, seit 2006 gibt es detailliert Pläne, ist alles geleakt worden, ja? Über WikiLeaks geleakt worden. Seit 2006 gibt es Pläne der US-Amerikaner, genau nach dem Muster, wie es dann auch ab 2011 durchgeführt wurde, die syrische Regierung zu stürzen. Also die Pläne sind alle veröffentlicht worden. Der US-amerikanische Botschafter zu diesem Zeitpunkt hat ganz konkrete Handlungsvorschläge gemacht, was man noch machen müsste, um den Regime-Change herbeizuführen. Und genau das ist alles 5 Jahre später passiert. Wir hatten einen Dolmetscher mit, übrigens einen ägyptischen. Und der hat mir am Flughafen noch gesagt, ja, er hatte 2007 für die US-Amerikaner gearbeitet und nach Verbindungspunkten in Syrien so gesucht. Ja? Also das war von langer Hand geplant, das Ganze. Auslöser war letzten Endes, hier ist ein Gasfeld, ein großes, und da wollte Katar eine Pipeline bauen und die musste auch durch Syrien, also das war immer das Problem Syriens, dass die Pipelines durch Syrien fließen müssen. Das war bei allen Putschversuchen vorhin auch immer das Problem. Und damit wollte man die Russen vom europäischen Gasmarkt drängen. Ja, also man baut eine Gaspipeline und dann sagt man den westlichen Regierungen, du, jetzt nehmt ihr doch das Gas besser von Katar. Ja? Sie können sicher sein, unsere Regierung hätte das auch getan. Ja? Und da hat natürlich Herr Assad dann gesagt, das geht nicht. Das konnte er nicht machen. Er konnte nicht eine Pipeline erlauben, die seinen einzigen Verbündeten so massiv wirtschaftlich gefährdet. So, und als das abgelehnt wurde, ein Jahr später brach dann da der sogenannte Bürgerkrieg aus. Das ist kein Bürgerkrieg, das ist ein vom Ausland finanzierter, komme ich gleich drauf, Konflikt, wo massiv vom Ausland nicht nur Waffen, sondern auch Menschen teilnehmen. Ziemlich viel Abschaum, ja, islamistischer Abschaum aus allen Teilen der Welt hat sich da unten eingefunden gehabt. Ja? Kommen wir zu das. Achso, diese andere Pipeline ist dann durch die Kriegshandlungen nicht mehr verwirklicht worden, hätte auch jetzt nichts gebracht. Das ist ja Iran, da haben ja die US-Amerikaner gesagt, ja, ab heute, wir erlassen Sanktionen, aber wir lassen auch Sanktionen gegen alle Firmen auf der ganzen Welt, die damit handeln. Das macht man, wenn man es kann. So, kommen wir zur Situation in Syrien, zu dem Zeitpunkt, als wir nach Syrien gereist sind. Das ist jetzt 14 Tage später, aber da hatte sich die Situation in 14 Tagen nicht wesentlich verändert. Ja, das ist also die Karte, die am ehesten die Situation beschreibt, die ich gefunden habe, als wir in Syrien gewesen sind. Ich erkläre mal kurz diesen lustig bunten Flickenteppich.
Ja? Ich muss mal in die Runde fragen. Sie sind ja sicher informierte, aufgeklärte Menschen. Durch unsere öffentlichen Rundfunk bestens mit Hintergrundinformationen versorgt und generell an Politik interessiert, sonst säßen Sie ja nicht hier. Jetzt meine ich das wirklich nicht ironisch und ich möchte eine ganz ehrliche Rückmeldung von Ihnen haben. Ja? Wer von Ihnen wusste vor 6 Monaten, dass die US-Amerikaner in Syrien völkerrechtswidrig Truppen haben? Den bitte ich um ein Handzeichen. Also ich schätze ein Sechstel? Ein Sechstel. Ach so, so, okay. So. Also das heißt, obwohl Sie doch, und das meine ich jetzt wirklich nicht, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, das war jetzt überhaupt keine Kritik an Ihnen. Sie informieren sich so gut Sie können, Sie haben ein gewisses Interesse an Politik, sonst wären Sie heute nicht hier. Und trotzdem wusste jetzt eben maximal ein Sechstel, dass die US-Amerikaner vollkommen völkerrechtswidrig Truppen in Syrien haben. Das haben sie übrigens dann im April, hätten sie es allerdings auch durch die Massenmedien mitkriegen müssen, oder mitkriegen können, Entschuldigung. Da hat nämlich Herr Trump gesagt, er wollte alle amerikanischen Truppen aus Syrien abziehen. Ja, welche denn? Er hatte doch nie welche da nach unseren Medien. Welche sollte er denn abziehen, wenn doch da gar keine waren? Wenn sie unseren Medien geglaubt haben. Natürlich stimmte das nicht. Die US-Amerikaner haben massiv Truppenverbände in Syrien. Einfach deshalb, weil sie es können. Ja, aber wir haben uns ja um Visum gekümmert. Ja? So, das müssen Sie vorweg wissen. Also wenn Sie mir da mal nicht glauben, haken Sie mal nach. Wie gesagt, Herr Trump hat das im April gesagt, er will möglichst rasch alle US-Amerikaner aus Syrien abziehen. Die waren doch gar nicht da, nach unseren Medien. Ja? So, und deshalb... schauen Sie sich das mal hier kurz an. Das Rote ist das Gebiet gewesen der syrischen Regierung. Ja? Dazu müssen Sie wissen, die Menschen sind in der Regel hier im Westen konzentriert. Da sind die bevölkerungsreichen Gebiete. Hier hinten ist Wüste. Ja? Also so ganz grob. So, also hier sind die Zentren, wo die Menschen im Grunde lebten. Und die syrische Regierung hatte damals zum Zeitpunkt unserer Reise 80% der Bevölkerung und 66%, so ganz grob 2/3 des Territoriums unter ihrer Kontrolle. Ja? Das heißt, der Krieg ist eigentlich auch damals schon entschieden gewesen. Ja? Wenn Sie sich das anstellen, 80% der Bevölkerung, 2/3 des Landes. Ja? Das ist so. Jetzt schauen wir uns mal kurz die anderen interessanten Farben an. Schauen wir uns mal das Grüne an. Das Grüne sind Freiheitskämpfer. Freiheitskämpfer, die so die Freiheit lieben, dass sie andere schon mal mit einem Messer den Kopf abschneiden, macht man halt so als guter Freiheitskämpfer. Sind ja auch Ungläubige nur, die es erwischt. Also so, alles nicht so dramatisch, das Ganze. Also was das Grüne ist, im Klartext Islamisten. Das sind alles nur noch Islamisten. Es gibt keine demokratische Opposition mehr in Syrien. Ich bin nach der Pressekonferenz, da sage ich Ihnen gleich noch was zu, gefragt worden, wir hätten es auch mit der Opposition doch treffen können. Mit welcher denn? Habe ich auch zurückgefragt. Da stand im Fokus drin, diese Frage, meine Antwort, mit welcher denn? Als ob ich zu bekloppt wäre, zu wissen, wie es da aussieht, bin ich also im Nachhinein von dem Qualitätsmedium Fokus gefragt worden. Ja? Ich habe nochmal, daraufhin hat auch ein paar, so mein Begleiter gesagt, nein, sagen Sie uns ganz konkret, mit wem hätten wir uns treffen können? Da schaut mich die Pressetante doof an. Warum auch? Es gibt keine demokratische Opposition in Syrien. So. Es gibt sie nicht. Die da sitzen, sind Islamisten. Dann wurde die Frage gestellt, hier ist Osguta, damals umkämpft, warum wir nicht nach Osguta gefahren sind. Ja, meine Damen und Herren, ist es unsere Aufgabe als Politiker, in ein Islamistengebiet zu fahren, wo das passieren würde, was auch den Journalisten passieren würde, wo man zwar reinkommt, aber mit dem Kopf auf den Schultern nicht wieder raus? Das haben wir auch entsprechend auf der Pressekonferenz dann als Antwort gegeben. Ja? Die Journalisten, es wäre Aufgabe der objektive Medien gewesen, dahin zu fahren, wenn sie doch meinten, da sind so liebe, friedliche Opposition, die sie reinlassen würde. Ja? So, aber dann ich gebe es und sage es gleich am Schluss nochmal, tun Sie sich mal die Pressekonferenz an, einfach um einen Einblick zu kriegen. Wir haben die unzensierte Version, einfach um einen auf unseren Seiten hochgeladen, YouTube-Kanal hochgeladen, einfach um einen, nicht weil sie so toll ist oder so spannend ist, tun Sie sich mal die 1,5 Stunden an, um zu sehen, was für Menschen als Journalisten tätig sind und was für hochintelligente Fragen Sie von denen gestellt bekommen. Tun Sie sich das einfach mal an und dann verstehen Sie ganz viel. Ja? Dann verstehen Sie ganz viel in diesem Land. Das sind die Islamistengebiete, die Grünen. Und zwar gibt es alle möglichen.
Da gibt es Islamisten, die wurden von Katar unterstützt. Jetzt nicht mehr, weil Saudi-Arabien gerade Probleme mit Katar hat und jetzt Katar überlegt hat, jetzt hören wir da doch wieder auf und freuen uns ein bisschen mehr mit Russland an. Aber am Anfang waren es Islamisten, die von Katar unterstützt wurden. Dann waren es Islamisten, ganz viele, die von Saudi-Arabien unterstützt wurden. Und dann sind es Islamisten, die von der Türkei unterstützt wurden. Die sitzen alle in den grünen Gebieten oder saßen damals noch und sind sich auch untereinander nicht so... So, früher, die schneiden sich auch gegenseitig mal die Köpfe ab. Ja, also was man halt so macht. Also das Grüne sind Islamisten, die vom Westen unterstützt werden. Und das Graue hier sind Islamisten, die nicht mehr vom Westen unterstützt werden. Das ist nämlich der ISIS, der Islamische Staat. Bis 2014 wurden sie aber unterstützt, locker flockig von der Türkei. Weil, sie haben, müssen sich mal fragen, der ISIS hatte 2014, das ganze Gebiet hier unter Kontrolle, bis hier oben an die türkische Grenze. Jetzt haben sich immer gewundert, der ISIS kämpft gegen die irakische Regierung, die noch in Verbündet, also die noch mit den US-Amerikanern kooperiert. Der ISIS kämpft gegen die syrische Regierung und er war im Binnenland eingeschlossen. Er grenzte, also das Territorium des ISIS grenzte an den Irak, da hat der ISIS aber keine Waffen herbekommen. Der hat ja gegen den Irak gekämpft. Er grenzt an Syrien, oder also in Syrien waren sie. Da hat er aber auch keine Waffen herbekommen, weil er kämpft ja gegen die syrische Seite. Jetzt muss man mal fragen, wie kommt eigentlich ein selbsternanntes Kalibin-Kalifat an Waffen ran und Waffennachschub? Naja, es grenzt ja an die Türkei. Und da sind auch locker flockig immer Tanker durch die Wüste, also Tanklastwagen, in die Türkei gefahren. Alles bekannt, weiß man mittlerweile alles. Haben die locker Waffenhandel getrieben. Im ISIS sind teilweise Leute gewesen, die in der Saddam-Regierung waren, die dann, und die Türken hatten gute Verbindungen dazu. Ja? Erdogan dachte einfach, er hilft mit den Herrn Assad wegzuputschen, mit dem er bis zum Konflikt gut ausgekommen ist, um sich einen gefälligen Lakaien dahin zu setzen. Das war so die Absicht bei ihm. Ja? So. Das Problem beim ISIS war nur, dass er die staatliche Integrität, nicht das Hälse abgeschnitten hat. Die Amerikaner haben erst dann was gesagt, als er die staatliche Integrität der beiden Länder Irak und Syrien in Frage stellte und die Grenzzäune eingerissen hatte. Erst da haben die US-Amerikaner gesagt, ups, wollen wir nicht so ganz, und fingen dann an, die Kurden im Norden zu unterstützen. Die Kurden waren hier oben. Da oben sind übrigens, das ganze Kurdengebiet ist nicht mehrheitlich kurdisch bewohnt, sondern nur zu 40% kurdisch, muss man auch wissen. Ja? Aber da, hier oben waren die Kurdengebiete und da fingen die US-Amerikaner an, 2014 zu bomben beim ISIS. Allerdings haben sie den Ölhandel nicht unterbunden, sondern nur immer, als der ISIS dann hier diese Gebiete hier oben angegriffen hat, haben sie da direkt vor Ort eingegriffen. Und die Russen sind erst ein Jahr später eingezogen, Ende 2015, und haben es innerhalb von einem halben Jahr geschafft, dass der Ölhandel des Islamischen Staates komplett zusammengeschossen wurde. Der illegale Ölhandel mit der Türkei ist innerhalb von einem halben Jahr von der russischen Luftwaffe komplett vernichtet worden. Und das war auch der Anfang vom Ende des Islamischen Staates, weil die Finanzierungsquelle abgeschnitten wurde. Jetzt stellen Sie sich mal eins vor, da fahren Lastwagen durch die Wüste. Das hätte auch eine minderwertige Luftwaffe in den 30er Jahren zerschossen, wenn man das wollte. Sicher. Ja? So, deshalb stellt man sich die Frage, wenn die Russen das in einem halben Jahr aufräumen können, was die Amerikaner da ein Jahr lang vorgemacht haben. Offensichtlich nicht die Tanklastwagen angegriffen, weil sie es nicht wollten. Weil der ISIS nämlich gegen die syrische Regierung gekämpft hat. Man hat praktisch durch die Bombardements dafür gesorgt, du, hier oben lasst ihr die mal in Ruhe, geht mal nach dahin, ja, zur Regierungsseite. Das war die Taktik, die da letzten Endes hintersteckte. Mit dem Zusammenbruch der Finanzierungsquellen des ISIS. Achso, hier ist übrigens Aleppo. Wo haben wir es? Da. Also mit Hilfe der russischen Luftwaffe gelang es dann den syrischen Streitkräften Aleppo eben zu Weihnachten 2016, vor zwei Jahren, zu befreien. Das war ein großer Schrei. Stahlgewitter von Aleppo. Haben Sie das mal gehört in den Medien? Das muss furchtbar da gewesen sein. Wir haben es nicht gesehen. Aber es muss furchtbar nach den deutschen Medien gewesen sein, weil ja Regierungstruppen Aleppo befreit haben. Was Sie allerdings nicht gelesen haben, als also Aleppo erobert wurde, ging der Run auf die ISIS-Gebiete los. Die waren hier. Hier hockte der ISIS und dann ging der Run darauf los, aus einem Grund. Nicht, weil die Wüste so toll ist, sondern weil hier die Erdölquellen Syriens liegen. Hier. Und deshalb haben die US-Amerikaner Truppen rübergebracht, als die syrische Armee von hier vorgestoßen ist, haben die US-Amerikaner schnell kurdische Truppen mit einem Hubschrauber rübergesetzt, um die Straße zu blockieren.
Die Kunden sind nicht über den Euphrat geschwommen, das haben die nicht hingekriegt. Ja? So, sondern da haben sie sich schnell hingesetzt. Und es ging also darum, zu verhindern, dass die syrische Armee die Erdölquellen wieder unter ihre Kontrolle bringt. Denn die Kurdengebiete sind hier oben. Hier oben. Hier sitzen keine Kurden, hier sitzen Araber, die von den Kurden gerade zwangsrekrutiert werden. Redet man nicht so gerne drüber. Und als man übrigens auch Raqqa befreit hat, das sagen ja die Amerikaner, also es wurde dann erobert vom ISIS, von den Kurdeneinheiten, eine arabische Stadt, keine kurdische Stadt, da hat man eins gemacht, alles bekannt, man hat Raqqa in Schutt und Asche gebombt, Anfang 2017, komplett zerbombt. Kollateralschäden waren irrelevant, die Trump-Administration, ich habe mir sonst nichts gegen Trump, also nicht falsch verstehen, ja, also nicht falsch verstehen, ja. Aber die Trump-Administration hat jegliche Kollateralschädenbegrenzung weggelassen und gesagt, ihr könnt da Bomben draufhauen, was ihr wollt, um den IS da rauszukriegen. Ja? Das haben sogar Amnesty International, eigentlich nicht der Freund der AfD, ja, wenn man so vermuten könnte, hat also ganz klar gesagt, was da passiert ist. Ja? Die Stadt in, da haben sie nichts in den deutschen Medien von gelesen. Die Befreiung von Aleppo war ein angebliches Stahlgewitter. Und als Raqqa den Erdboden gleich gebombt wurde, haben sie nichts in den deutschen Medien darüber gelesen. Gar nichts. So, okay. Also das zu den Gruppen. Das heißt also, sie haben also, hier sitzen Islamisten, hier sitzen kurdische Söldner, ja, also hier sitzen massiv von den US finanzierte kurdische Söldnertruppen. Das ist also die einzige nicht-islamistische Opposition, die es noch in Syrien gibt. Das sind kurdische Söldnertruppen. So, und hier oben das Blaue, das sind, also hier sitzen türkische Islamisten, unterstützte, saudisch unterstützte Islamisten, ja, und alles Mögliche. Hier sitzen nur kurdisch unterstützte Söldner. Also der Unterschied zwischen da und da ist, das sind reine Banditen und das sind hier Islamisten. Also das ist der Unterschied und türkische Armee sitzt hier oben noch, ja, während hier also weniger direkt von den Türkei kontrollierte Islamisten hocken und auch Saudis. So, also das ist erstmal zu der Aufklärung. Wenn Sie sich wundern, hier unten, hier Al-Tanf, so eine kleine Gammelstadt in der Wüste, warum ist das hier nicht befreit? Das ist ganz einfach. Wissen Sie das? Das stand in den Zeitungen, das stand öfter in der Zeitung Al-Tanf, auch in der deutschen Qualitätspresse. Wissen Sie das? Die Amerikaner haben dort ein Lager. Genau, die Amerikaner haben dort eine Basis und bomben alles weg, was sie auf 50 Kilometer der Basis nährt. Das ist der Grund, warum das hier grün ist. Ja? Also macht man so. Man geht einfach hin und sagt, das ist jetzt, da habe ich jetzt eine Basis und ich bombe alles weg, was sich mir nährt. Man macht es, weil man es kann. Die US haben ja keine Entschuldigung. Ja? So. Also Brasilianer machen das nicht so. Haben auch nicht so das Militär dafür. Ja? So. Also, okay. Also, das erstmal zu der Erklärung. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer Sache. Also als wir gerade da waren, hatte die syrische Armee gerade hier oben die Zufahrtswege zu Aleppo gesichert und gerade eine Offensive gestartet, hier von Idlib, die Islamistenprovinz, große Teile zurückzuerobern. So, und als wir da waren, es war ein Friedensprozess hier mit Ghouta. Es ging also darum, friedlich sich wieder ins Einzugliedern. Also die syrische Armee, ich komme da gleich noch zu, bietet Angebote an zur friedlichen Wiedereingliederung. Das wissen sie gar nicht, aber das läuft so. Also, Sie könnten es wissen, aber die deutschen Medien berichten nicht darüber, damit Sie es ja nicht wissen. So, und da war gerade hier in Ostguta, wurden gerade von Ostguter Seite aus christliche Kirchen, Moscheen, Schulen beschossen in Damaskus. Macht man als guter Terrorist so, ja? Ich weiß auch nicht, ob sind das Freiheitskämpfer, vielleicht hängt es von der Granatgröße ab, ich weiß es nicht. Bis 80 mm Freiheitskämpfer, darüber Terrorist, ich weiß nicht so genau, wo man da die Grenze so festlegt. So, und das war der Grund, warum dann die syrische Armee die Offensive hier oben abgebrochen hat und gesagt hat, wir müssen hier unten Ostguta endlich befreien. Ostguta ist übrigens, da gab es Wasserquellen und alles, warum sie sich gewundert haben, warum die da hockten, natürlich um die Wasserversorgung von Damaskus zu erschweren. Übrigens auch dazu, haben Sie kaum was gehört, Anfang 2017, hier gibt es auch Wasserquellen, hatten Islamisten einfach die Wasserversorgung von 9 Millionen Einwohnern in Damaskus unterbrochen. Haben Sie in deutschen Medien nie was von gehört, waren ja die Guten. Und da werden halt nur 9 Millionen Menschen verdurstet. Ist ja nicht schlimm, waren ja die Bösen. Ja, alles, wie das halt so ist. So, und hier, wie gesagt, in Ostguta rückte dann die syrische Armee ein und wir haben selber die Kampfhandlungen gehört. Ja, mein Hotelzimmer war nach Osten raus, ich habe abends die Einschläge gehört. Das hörte man, ja. Das ist auch nicht schön.
Aber das Leben, auch werden Sie gleich sehen, in Damasko muss ja weitergehen. Was wollen Sie machen? Da hocken Islamisten, die Zivilisten als Schutzschilde benutzen und sie nicht rauslassen. Was wollen Sie denn da machen? Da kommt einfach eine Horde Islamisten rein und sagt, du kommst da nicht raus, ja? Und beschießen locker flockig Zivilisten in Damaskus. Was machen Sie denn da als Regierung? Das tolerieren? Sie haben doch gar keine Wahl, als die Gebiete zurückzuholen. Was ist denn die Alternative dazu? Ja? Sie können nicht mit Islamisten, die wollen doch gar nicht mit Ihnen fallen. Die töten regelmäßig Zivilisten. Wir haben eine Kirche besichtigt, die unter Mörserbeschuss gelegen hatte. Ja? So. Und jetzt nur noch was kurz dann bin ich fertig mit der Vorgeschichte. Jetzt nur noch kurz zu den Giftgas. Ganz wichtig. Giftgas wurde im Syrien-Konflikt bis 2013 nie eingesetzt. Bis 2013 hatte die syrische Armee mit einigen Rückschlägen personeller Art auch zu leiden gehabt. Also wenn die Leute ihnen gesagt werden, sie sollen weggehen ins Ausland, weil es da sogar das gelobte Land ist, dann fehlen ihnen irgendwann die Wehrpflichtigen. Ja, also die syrische Armee hat also durchaus bis 2017 hatte sie durchaus personelle Mannstärkenprobleme. So, und was ist jetzt passiert? Es gab nie Giftgaseinsätze, nie. Die hatten alle möglichen schönen Sachen, weil ja Israel die Atombomben hat die Syrien sich chemische Waffen zugelegt gehabt. So. Und sie sind nie eingesetzt worden. Und dann hat Obama gesagt, Mitte 2013, die einzige Linie, die nicht überschritten werden darf im Syrien-Konflikt, ist der Einsatz von Chemiewaffen, die nie eingesetzt wurden. Und schwuppdiwupp, kaum hat er gesagt, diese Linie darf nicht überschritten werden. Was ist passiert? Der erste Giftgaseinsatz. Vollkommen logisch. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Regierung, kämpfen um Überleben und wissen, Sie dürfen nur eins nicht tun. Damit die US-Amerikaner Sie nicht in Grund und Boden bomben, Giftgas einsetzen. Und dann sagen Sie sich, ups, ich setze mal ein bisschen Giftgas einfach mal so ein. Ja? Vollkommen logisch. Wird jeder von uns so machen. Ja? Vollkommen logisch das Ganze. So. Und daraufhin wollte die US-Amerikaner Obama schon die siebte Flotte, die war alle schon einsatzbereit. Und dann haben die Russen Druck gemacht im Hintergrund und dann gab es einen Kompromiss. Die haben gesagt, das lassen wir nicht zu, dass ihr hier jetzt eure Scheiße da abzieht. Und da war der Kompromiss, dass Syrien sich 2013 bereit erklärt hat, von jetzt auf gleich alle Chemiewaffen zu vernichten. Also alle Chemiewaffen, die sich im Gebiet der syrischen Armee fanden, sind abgeliefert worden und vernichtet worden. Diese Waffen, die sich im Gebiet der Rebellen, Terroristen befanden haben, nicht natürlich. So. Und seitdem gibt es immer wieder dann Giftgasangriffe, wenn die syrische Armee dabei ist, Gegenden zu befreien. Das ist vollkommen logisch, das würden Sie auch so machen. Wenn Sie dabei sind, einen Krieg zu gewinnen, denken Sie, ach, ich bringe mal eben 20 Leute per Giftgas um. Einfach so. Ja, ich bin ja ein mörderisches Regime, ich mache das einfach mal so, damit ich in Grund und Boden gebombt werde. Ja? Und dasselbe war dann in Duma der Fall. Duma stand im April vor der Befreiung durch die Armee. Und Anfang April gab es Friedensverhandlungen mit einen von den Gruppen da, ich verwechsel die jetzt gerade, also eine von Saudi-Arabien finanzierte Islamistengruppe. Was haben die gemacht? Ihre Unterhändler ermordet Anfang April. Einen Tag später gab es plötzlich ihr Führer stand in Verhandlungen mit der syrischen Armee. Daraufhin haben, wie man jetzt rausgerichtet hat, haben wohl die Briten gesagt, das darf nicht sein. Und da hat diese Gruppe einfach ihre Führer umgebracht. Daraufhin hat die syrische Armee am nächsten Tag die Offensive fortgesetzt. Einen Tag später gab es plötzlich den Giftgasangriff in Duma und direkt danach haben die kapituliert. Das haben sie sich wegbringen lassen. Vollkommen logisch. Sie würden natürlich auch dann, sie haben es wirklich, angeblich 40 Frauen und Kinder sind umgebracht worden. Jetzt stellen Sie sich mal die Frage, warum sollten Sie im städtischen Gebiet, in einem Wohngebiet, 40 Zivilisten mit Giftgas umbringen, damit danach Herr Trump sagen kann, so, jetzt bomben wir euch mal kaputt. Warum sollten sie das tun? Es gibt nichts. Ja? Und auch entsprechend Journalisten waren auch im Nachhinein vor Ort, als Duma dann befreit war. Die haben mit der Bevölkerung gesprochen, die haben alle gesagt, da war nichts. Die Russen haben sogar den Jungen gefunden, der auf den Videos, ich sage Ihnen das so, der hat in Den Haag sogar gesprochen. Die Kinder, die auf den Videos zu sehen waren, die haben die Russen sogar gefunden. Und einer hat gesagt, ein kleiner Junge, der hat gesagt, ja, sein Vater war zum Frondienst herangezogen, er musste mit seiner Mutter ins Krankenhaus gehen, da war er gerade in der Behandlung drin, plötzlich stürmten Männer rein, bespritzten alle mit Wasser und natürlich, das machen sie, also stellen Sie mal vor, Sie wären eine Propagandaorganisation des Westens, nennen sich Weiße Helme, ja, dann machen Sie natürlich eins, schöne Hollywood-Bildchen drehen, dafür sind Sie bezahlt worden, auch von Deutschland,
Die haben also 40 Millionen, glaube ich, von der deutschen Regierung gekriegt für ihre schönen Filmchen. Hat die jetzt raus, Regierung zugegeben, auf eine Anfrage der Linken sogar. Muss man sogar den Linken wirklich sagen, da haben sie eine gute Anfrage gestellt. Davor waren es immer nur 7 Millionen, jetzt war aber doch deutlich mehr jetzt rausgekommen, 2018. Also Hollywood-Produktionen wurden gedreht. Und stellen Sie sich vor, Sie sind ein Retter. Und es war ein Giftgaseinsatz. Das Erste, was Sie machen, ist natürlich, Sie nehmen Ihr Handy und filmen alles. Ganz logisch, wird jeder von Ihnen machen. Ja? Allerdings in Deutschland dürfen Sie es nicht, da werden Sie von der Polizei gleich drankommen. Aber gut, also in Klartext, da liefen plötzlich wildfremde Männer rein, hat der Junge gesagt, spritzten mit Wasser rum und filmten alles. Aber danach hätte er Reis zu essen bekommen. War zufrieden. Ja, hat er also entsprechend so gesagt. So, also so viel zu den Giftgasangriffen. Ich würde mich da sonst verlieren. Ich empfehle Ihnen ein Buch von einem uns nicht freundlich gesonnenen Redakteur, Herr eigentlich so, das ist der Herr Lüders, ja, Michael Lüders, die den Sturm ernten. Nicht die, die den Wind sehen, sondern das Buch, die den Sturm ernten, das ist Ende 2017, stand Ende 2017, wenn ich mal die ganze Vorgeschichte durchdrehen würde. Er war von der Zeit, also er hat auf jeden Fall für ein Qualitätsorgan des deutschen Journalismus geschrieben, was uns nicht so freundlich gesund ist. Ja? Deshalb gönnen Sie sich mal das Buch, da können Sie die Hintergrundgeschichte lesen. Ich freue mich, die besonders guten Demokraten der Antifa hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Ja? Wunderbar. So, nein, ich gehe davon aus, da, also ich, wahrscheinlich haben die Antifa Probleme, meine Kritik an der US-amerikanischen Außenpolitik gerade zu kritisieren, vermute ich mal. Es könnte sein, dass sie die Trump-Administration unterstützen wollen, ich weiß es nicht, aber da schauen wir mal einfach. Gut, schauen wir uns mal die Ziele der Reise an, ja, also nochmal, die AfD ist auf keinen Fall, hat irgendwie Vorbehalte, da kann ich auch für sprechen, ja, wir sind für Ende der Russland-Sanktionen, wir wollen rationale Außenpolitik. Und da gehört es auch zu, dass man Fehlentwicklung auch eines Verbündeten offen benennt. Ja? Und nicht wie ein Vasall im Staube kriecht. Ja? Das ist das Wesentliche. Und wer der Vasall ist, das haben Sie bei unserer Regierung gesehen, damals bei der NSA-Affäre, wo Frau Merkel gesagt hat, ach, das dürfen Sie zwar eigentlich nicht, aber ach ja, was soll ich denn machen? Also, Schwamm drüber. Ja? Spionieren Sie einfach weiter. Ja? Da waren es übrigens die Brasilianer, das einzige Land, die damals gesagt haben, das wollen, also die einzige damals die brasilianische Präsidentin, die vor der UN richtig stunk gemacht hat und gesagt, das ginge nicht. Ja? Frau Merkel hat sofort gesagt, ach, ist doch nicht schlimm, sind doch die US-Amerikaner, was soll ich denn machen? Ja, also ist alles nicht so schlimm, wenn sie ausgespäht werden von der NSA. So, auch das macht man übrigens unter Freunde nicht. Ja? Das macht man unter Freunde nicht, sich sie auszuspionieren. In einem Vasallenfeld ist, macht man das durchaus. Ja? Also, ja, das sage ich. Ja? Das muss man sich immer nur klar machen, wie das läuft. Ja? Und das wollen wir halt nicht als AfD. Ja? So, also die Ziele der Reise. Die Ziele der Reise, jetzt kommen wir dazu. Es war also die humanitäre Situation im Land kennenzulernen. Wir wollten uns ausdrücklich, das haben wir im Vorfeld uns gewünscht, ich habe mir das in den E-Mails gewünscht, wir wollten uns also gerade auch, natürlich haben wir uns mit politischen Vertretern getroffen, das ist ganz klar. Ja? Ich bin Politiker, ganz egal, ja, wir haben die Reise privat finanziert, aber natürlich nutze ich die Chance, mit Politikern zu treffen. Mit wem soll ich mich denn sonst ja, als Politiker ruhig treffen? Ja? Aber wir wollten ausdrücklich uns mit allen möglichen Vertretern gesellschaftlicher Gruppen, bis auf die Islamisten, treffen. Ja? So, deshalb hatten wir uns also auch gewünscht, mit humanitären Hilfsorganisationen uns zu treffen. Wir hatten uns im Vorfeld gewünscht, mit Vertretern der verschiedenen religiösen Gruppen in Syrien uns zu treffen und wir wollten Bildungseinrichtungen und Krankenhäuser explizit besichtigen. Das waren das hier, was ich Ihnen hier habe, waren unsere Wünsche und die sind uns alle, und ich betone, alle von der syrischen Regierung erfüllt worden. Alle. Wir haben alles das hier im Laufe der Reise dann auch verwirklichen können. Das war also, die haben hundertprozentig, das kann man nur so sagen, mit uns kooperiert, denn sie hatten den ganz großen Wunsch, dass der Westen oder westliche Politiker endlich mal sich die Lage im Land anschauen. Deutschland hat nämlich eins gemacht, als der Regime Change 2011 doch endlich, wo man dachte, jetzt ist er doch so, da gab es in Deutschland, haben sich irgendwelche komischen Oppositionsgruppen schon so Regierungen gebildet in Deutschland, mit deutschen Steuergeldern finanziert und sie haben dann einfach eins gemacht, 2012 hat unsere Regierung die Botschaft einfach geschlossen, einfach so. Es gibt überhaupt keinen Grund. Man hat also in meinem Land einfach hingegangen und gesagt, zack, die Botschaft machen wir dicht. Weil
Wir wollen nicht ja schaden, wir wollen ja einen Regime-Change haben. So, kommen wir mal zu den Regierungsvertretern als erstes. Das sind die zwei Herren, mit denen wir uns da getroffen haben. Das eine ist der Außenminister gewesen. Das war das einzige Mal, wo wir keine Bilder haben. Von dem Treffen haben wir keine Bilder. Wir waren ein bisschen, muss man fairerweise sagen, ein bisschen unprofessionell dahingereist, sage ich mal so. Wir hatten also keinen separaten Kameramann mit, das war ein Fehler. Das war so ein Fehler, muss man nüchtern so sagen. Wir hatten also unsere Handys damit, um Fotos zu machen, also in Zukunft hätten wir einen mitnehmen müssen. Aber es war eine private Reise, ja. Also ich wollte jetzt auch, wir wollten auch nicht für alle möglichen Leute für einen riesen Tross jetzt die Sachen da bezahlen. Hatten wir aber nicht dran gedacht, aber beim nächsten Mal wäre es sicher eine sinnvolle Geschichte. Da konnten wir mit Handys keine Fotos machen, die mussten wir also bei den Treffen dann da, waren sie nicht zugelassen. Ansonsten konnten wir alles fotografieren, alles. Ja? So, und was aber der Außenminister gesagt hat, der größte Wunsch, das war ganz klar, das merkt man auch bei den Gesprächen mit den Politikern, die Aufnahme normaler diplomatischer Beziehungen zu Deutschland, die wir ja blockiert haben. So, das merkt man übrigens auch, wir haben uns auch mit Abgeordneten getroffen, des syrischen Parlaments, ja? Die haben übrigens eins alle gemacht, das wäre sehr erheiternd. Die haben sich vorgestellt, beim Vorstellung haben sie ihren Namen genannt, ihren Beruf und erst ganz zum Schluss gesagt, dass sie Abgeordnete sind, alle. Aber das war auch nicht schlimm. Das waren nämlich Ärzte, Juristen, ja, Ingenieure. Also da war kein Sozialpädagoge oder abgebrochener Studiendingsbums da drin oder sowas. Das war da nicht. Deshalb hatten die auch alle keine Probleme. Oder Journalist oder so, war da nicht. Deshalb hatten sie alle keine Probleme, ihren Beruf auch zu sagen. Das gab es überhaupt, man musste sich dafür nicht schämen, für diesen Beruf. Ja, so. Und das konnte man so deutlich sehen. Und diese Leute, die haben auch eins ganz klar immer wieder gesagt. Die haben teilweise ihre Kinder in Europa studieren. Am Studieren. Und die können ihre Kinder teilweise nicht sehen. Ja, manche wohnten in Frankreich und so. Weil in Deutschland auch, ja. Die konnten ihre Kinder nicht sehen, weil sie nämlich nicht einreisen dürfen in die EU. So, und deshalb da war also ganz stark da der Wunsch, das merkt man bei allen vorhanden, ins Gespräch mit uns zu kommen. Ja? Sie verstanden das auch nicht. Übrigens, was sagen Sie übrigens, ich vorweg, was sagen Sie einem syrischen Abgeordneten auf die Frage, was würden Sie ihm sagen? Warum lasst ihr von Saudi-Arabien finanzierte Wahhabisten in euren Moscheen zum Hass aufrufen, in einer Sprache, die ihr nicht versteht? Ja. Was sagen Sie denen? Naja, wie gesagt, wir regieren nicht. Und was ich meine Meinung über die Regierung, die ich Ihnen mitgeteilt habe, möchte ich hier dann nicht sagen, weil ich den Abgeordneten dann daraufhin gesagt habe, ja. Aber das ist egal. Also es ist keine sehr rationale Entscheidung, sicher das zu dulden. Ja? Die Syrer haben es nicht verstanden. Die verstanden es nicht, wieso lassen wir das zu. Ja? So, deshalb also ganz klar, das merkt man überall. Und beim Außenminister auch, Aufnahme normaler diplomatischer Beziehungen. Der Außenminister war sicher der Abgebrühteste, also er kennt die diplomatischen Verhandlungen. Ja? Der hat auch ganz klar gesagt, Informationsaustausch bezüglich möglicher terroristischer Gefährder. Ganz klar hat er gesagt, es läuft so. Ihr schickt uns 100 Terroristen und von den 100 Terroristen sorgen wir, dass 85 nicht zurückkommen. Aber 15, die kommen zurück. Und die gehen jetzt zurück, weil wir am Gewinn sind. Und das passiert nämlich auch. Achso, ich habe Ihnen noch eben, ganz kurz noch, das muss ich eben noch zurückgehen. Hier habe ich Ihnen noch gesagt, in Douma, wo es den angeblichen Giftgasangriff gegeben hat. Wissen Sie, wo sich diese Terrorgruppe hat hin evakuieren lassen, nachdem sie kapituliert hat? Nachdem sie kapituliert hat, werden sie normalerweise nach Idlib gebracht. Damit sich dort oben... Also, das macht die syrische Armee. Die rottet die nicht aus oder so, sondern sie gibt ihnen die Möglichkeit, die Waffen niederzulegen und dann nach Idlib zu bringen. Mit leichten Waffen. Mit leichten Waffen. Die dürfen sogar ihre leichten Waffen, ihre Sturmgewehre entsprechend behalten. Warum? Weil die syrische Armee Zivilisten und Stadtkampf... Ja, also Stadtkampf ist verlustreich, halt entsprechend schonen möchte, ja, und dann dürfen sie abziehen. Das durften die dann auch. Trotz des Fake-Giftgasangriffs durften sie abziehen, aber die wollten nicht nach Idlib, weil die waren nämlich verfeindet mit den Islamisten in Idlib. Und was haben sie dann gemacht? Jetzt raten Sie mal, wo die hingegangen sind. Nach Jarabulus, eine Grenzstadt zur Türkei. Was machen von Saudi-Arabien finanzierte Terroristen? Bitte schön, warum wollen sie denn
nicht hier den Kampf weiterführen, sondern wollen hier oben in eine Grenzstadt gehen. Wo will man denn da wohl hin? Können Sie sich mal fragen, nach Saudi-Arabien oder die andere Route? Ja? Also so viel dazu. Das passt also auch mit dem zusammen, was der Herr Al-Mualim da gesagt hat. Sinngemäß 15 kommt zurück und die könnten wir euch nennen. Aber ihr wollt ja keine diplomatischen Beziehungen mit uns. Dann ist es euer Problem. Ja? So, hat auch klar gesagt, was also auch geht, ab und zu fragt wohl das BAMF auch mal nach hinsichtlich der Identität. Vermutlich, wenn da plötzlich negroide Syrer stehen und dann das BAMF vielleicht doch Zweifel hat, ob deren Herkunft oder sowas und da vielleicht mal nachfragt, weil es gibt keine negroide Bevölkerung in Syrien. Ja? So, aber auf jeden Fall sagen die dann, das können sie gar nicht bearbeiten, weil nämlich in der Botschaft nur 3 Diplomaten sein dürfen in Berlin. Übrigens, die Botschaft ist vom Zahlungsverkehr abgeschnitten, dann ist der Geschäftsträger, den Botschafter haben sie ausgewiesen, den Geschäftsträger uns persönlich auch gesagt. Die haben da laufend Euro rumliegen, haufenweise, die können es nämlich nicht transferieren, sie kriegen kein Konto in Deutschland, sie dürfen die Passangelegenheiten, die syrischen Staatsbürger da, wir haben jetzt ja ganz viele syrische Staatsbürger da erledigen, die können sie nicht übersenden, nicht abbuchen, der deutsche Staat behindert massiv jegliche vernünftige Arbeit der syrischen Botschaft in Deutschland für die syrischen Bürger, die da sind. Ja? Deshalb können sie also auch natürlich nicht die Identitäten feststellen mit 3 Leuten. Ja? Das hat also der Rosmitz gesagt. Dann kamen wir für den Minister für nationale Versöhnung, Dr. Ali Haidar. Ein sehr gebildeter Mann. Da war jetzt ganz lustig, vor kurzem ist aufgetaucht, Herr Blex trifft sich mit dem Haidar. Das haben sie also, da waren ganz helle Köpfe da drin, bei den Linken da. Ja, also das war dann irgendwie 5 Monate nach unserer Reise, haben sie das festgestellt auch. Und zwar, Herr Haidar gehört der Nationalen Sozialistischen Partei an, Syriens. Die heißt halt so. So, und dann wurde natürlich sofort geschrieben, Herr Blex trifft sich mit der Nationalen Sozialistischen Partei. Es war nicht die Nationalsozialistische, sondern die Nationalsozialistische, aber nicht Deutschlands. Die gibt es ja nicht mehr zum Glück, sondern Syriens. Und das sind Pan-Araber. Das sind also Pan-Araber gewesen, die träumten von einem großen arabischen Staat über alle Konfessionen hinweg. Ja? Haidar war Opposition zu Assad, bis er 2012 in die Regierung eingegliedert wurde. Das war in Zeichen der Not haben sich die säkulären Kräfte halt auch in einer Versöhnungsregierung praktisch zusammengefunden. Ja? Haidar, wie alle anderen, ist also säkular. Das sind säkularen Arabisten. Ja? So. Und der war in Opposition, wie gesagt, zu Herr Assad und ist jetzt Minister für nationale Versöhnung. Und der hat uns das gesagt, was ich schon wusste, aber ich sage es Ihnen hier, es sind mittlerweile, damals stand März, über 100.000 ehemals feindliche Kämpfer integriert worden. In die syrische Armee. Das heißt, wenn die syrische Armee ein Gebiet befreit, bietet sie immer Kapitulationsmöglichkeiten an. Und da können sie sagen, sie wollen nach Idlib transportiert werden mit ihrer leichten Waffe, um weiterzukämpfen. Oder aber sie sagen, genug, ich lege die Waffen nieder, ich möchte wieder Zivilist sein. Das wird gemacht. Das können Sie auch sogar in manchen deutschen Qualitätsmedium lesen. Wenn Sie mir nicht glauben, können Sie das sogar in manchen Qualitätsmedium nachlesen. Das wussten Sie wahrscheinlich nicht. Ja? Das böse Regime erlaubt die friedliche Wiedereingliederung seiner Bürger. Es gibt eine Sache. Die Menschen, die noch nicht den Kriegsdienst abgeleistet haben, den Wehrdienst, ja, die müssen dann allerdings bei der syrischen Armee den Wehrdienst nachleisten. Und deshalb haben sie dann über 100.000 Kämpfer integriert. So. Ja, aber das ist aber auch von der Rechtslage klar. Es ist eine Wehrpflicht und die Leute haben sich der Wehrpflicht entzogen, also müssen sie, wenn sie wieder im Staat mitarbeiten wollen, ihrer Verpflichtung nachkommen. So, vollkommen normal. So, das hat auch die syrische Armee, die kämpfen jetzt auf Seiten der syrischen Armee gegen die Islamisten, die noch übergeblieben sind. Weil sie können davon ausgehen, die Menschen, die sich da ergeben haben, die haben zwar unter Islamisten gekämpft, waren aber vielleicht von ihrer eigenen Überzeugung gar nicht so islamistisch. Ja? Aber die Hardcore-Islamisten kämpfen ja weiter dann oder hauen nach Deutschland ab. Ja? So, mittlerweile sind es über 150.000, weil nämlich die Gebiete, achso, das sage ich Ihnen nochmal kurz, dann ist doch gut. Mittlerweile, dieses Gebiet hier, dieser Kessel hat sich im Mai friedlich ergeben, der Kessel auch, einfach friedlich ergeben, reintegriert worden ins Land. Haben Sie kaum was von gehört?
der ISIS ist hieraus vertrieben worden. Also faktisch, diese ganzen grünen Gebiete sind mittlerweile rot. Und das hier ist zurückerobert worden jetzt im Sommer, haben Sie mitgekriegt, hier der Grenzübergang zu Jordanien. Ja? Auch da sind große Teile übergelaufen, da sind über 50.000 Kämpfer haben kapituliert und haben sich eingliedern lassen in die syrische Armee. Das heißt, alles hier ist mittlerweile rot. Das geht noch nicht, weil da die US-Amerikaner sitzen. Hier kommen sie nicht drüber, die Syrer, denn immer wenn sie über den Euphrat wollen, bombardieren die US-Amerikaner sie kaputt, weil da die Ölquellen sitzen. Und nach Idlib dürfen sie auch nicht rein, weil jetzt die Türkei bomben will. So, aber ansonsten ist praktisch Syrien, der Krieg ist entschieden. Wenn der Westen ihn nicht herausziehen würde, künstlich und das Leiden verlängern würde, wäre der Konflikt da unten vorbei. Er ist aber jetzt schon für 90% der Bevölkerung vorbei. Ja? So in etwa. So, also mittlerweile über 150.000, über 150 Städte mittlerweile haben sich wieder reintegriert. Damals waren es 100. Ja? Und er hat ganz klar gesagt, die größte Bedrohung für den Frieden ist die Präsenz ausländischer Kämpfer. Terrorkämpfer, Saudi-Arabien, Katar und Türkei, ich habe es eben gesagt, finanziert. Also das bestätigt, was Herr Lüders auch in seinem Buch sagt und was wir sonst nachlesen können, im Grunde. Kurden von den USA unterstützt. Es gibt noch so andere schöne Völkerschaften, so Islamisten aus Tadschikistan, Usbekistan, so aus diesen schönen Gegenden der Welt. Die kämpfen da auch. Die USA hat damals völkerrechtliche Basen, das war schon bekannt. Die Britannien hat es genutzt. Frankreich hat es damals so nicht gemacht. Aber Herr Macron will ja auch ein bisschen so tun, als wäre er noch eine Grande Nation und hat jetzt also auch ein paar Franzosen einfach jetzt zu den Kurden geschickt. Haben Sie das mitgekriegt? Nach Manbij? Hat er jetzt einfach auch ein paar Franzosen? Macht man so. Alleine könnte es erst nicht, da würden die Syrer ihn rausschmeißen, aber als Lakai kann er es dann machen, halt entsprechend. So, und das war das Interessanteste. Syrien braucht jeden Flüchtling dringend zum Wiederaufbau. Hat er ganz klar gesagt. Er hat ganz klar dafür plädiert, alle syrischen Auslandsflüchtlinge aufgefordert, zurückzukehren. Und wenn Sie sich fragen, warum hat Frau Merkel eigentlich das unserem Land angetan, 2015? Ich weiß das nicht. Ich stecke ja zum Glück nicht in Ihrem Kopf drin. Aber was er uns gesagt hat, Herr, da gibt zumindest Ideen, die Sie selber dann führen können. Er hat ganz klar gesagt, mit dieser Bevölkerungsabwerbung, das ist eine Abwerbung der produktiven Teils der Bevölkerung. Junge, wehr- und arbeitsfähige Männer werden dem Land entzogen. Entzogen. Wenn ein Land mit 20 Millionen Vorkriegsbevölkerung 700.000 Männer bei uns rumsitzen hat, dann ist das schmerzhaft. Das wird in China nicht auffallen. In einem Land mit 20 Millionen, gut 20 Millionen Menschen, ist das extrem schmerzhaft. Es ist der produktive Teil der Bevölkerung. Ich habe Ihnen eben gesagt, das Land hat, die Armee hatte eine Personalnot bis 2016, ja? Anfang 2017. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, woher diese Personalnot wohl kommt. Übrigens, wer in Deutschland ist, ist es relativ einfach. Man soll nicht pauschalisieren, müssen wir aufpassen. Ich pauschalisiere nicht. Jetzt, wo Herr Maas nicht mehr da ist. Pauschalisiere ich auch ausdrücklich nicht. Und sage nur so viel. Sie können davon ausgehen, dass sich überwiegend die syrischen Flüchtlinge aus zwei Gruppen zusammensetzen. Islamisten, die abgehauen sind. Denn wer war Opposition zu Assad? Der Demokrat? Der Humanist? Ja? Nicht, das war der Islamist. Ja? So, der war Opposition, der sunnitische Islamist in der Regel. Die sind zu uns gekommen, das sehen Sie mit ihren drei Frauen und so, die jetzt bei uns rumlaufen. Kannte man vorher auch so nicht. Das ist alles neue Erfahrung, wird ja bunter jetzt bei uns. Schön Burka Schwarz und so, alles schön, was man jetzt so hat. Die sind gekommen und es sind syrische Mittelschichtsmänner gekommen. Und zwar in Syrien, auch nach meiner Reise haben mich mehrfach Deutsche, die in Syrien leben oder Syrer, die Deutsch sprechen, kontaktiert und ganz klar gesagt, es wurde ganz klar in Syrien von Westorganisationen Werbung gemacht, geht weg. Und wenn Sie sich immer gefragt haben, wieso lässt ein junger Mann Frau und Kinder zurück? Wenn mein Kind, ich habe selber zwei Söhne und eine Frau, ja, wenn die bedroht würde, da würde
also behaupte ich jetzt einfach mal, dass ich nicht hingehen würde und sagen würde, scheiß drauf, lass dich einfach zurück, ist doch egal, ob sie jetzt vom IS geschlechtet werden oder geschlachtet werden oder nicht oder so, Hauptsache ich bin mal weg. Ich glaube, die wenigsten Männer würden das in dem Raum hier so handhaben. Und wenn sie sich gefragt haben, warum haben das so haufenweise junge Männer gemacht, die haben das Versprechen bekommen von den Hilfsorganisationen, eure Familien können nachreisen. Die können nachreisen. Und ab und zu, sie kriegen es ja in den deutschen Medien mit, manchmal reisen sogar Syrer wieder zurück. Manche Syrer, und zwar die Mittelklasse-Syrer, die da hinten ein relativ vernünftiges Leben hatten, die stellen jetzt nämlich fest, irgendwie blöd, ich hocke jetzt rum und meine Familie hockt in Syrien und die darf jetzt erstmal nicht nachkommen. Und die kehren wieder zurück. Manche fahren auch in Urlaub dahin. Haben sie auch alles mitgekriegt. Über Dänemark geht das immer so schön. Fliegt man einfach in Urlaub zurück. Man ist ja asylberechtigt, wenn man verfolgt wird. Fliegt einfach in sein Land zum Urlaub machen zurück und kommt wieder. Das interessiert ja keinen hier. Ist alles okay. Ja? So, macht man halt so. Ja? Wir leben ja hier gut und gerne. So, und also das heißt, jetzt kommt zu den Zahlen. Stellen Sie sich vor, wir haben 700.000 Menschen, die, oder plus, da gibt es noch oben, ordentliches Plus oben drauf, aber sagen wir mal die offiziellen Zahlen, 700.000 Menschen, die vorgeben, aus Syrien zu sein. Die behaupten, aus Syrien zu sein. Sind doch alle am 1.1. geboren. Ja? Nicht alle, Entschuldigung, ich habe pauschalisiert, also viele sind am 1.1. geboren. So, gehen wir mal davon aus, dass von den 700.000 Syrern 500.000 Syrer sind und von den 500.000 Syrern 250.000 Islamisten. Dann haben Sie 250.000 Mittelschichtsjunge Syrer hier, die der Armee in Zeiten der größten Bedrohung des Landes fehlen. Und jetzt überlegen Sie vielleicht mal, warum Frau Merkel 2015 sagt, Leiden der Welt kommt zu uns. Ja? Überlegen Sie sich mal. Dazu noch eine Anmerkung. Die Schweizer Gruppe, die da war, die hat sich auch mit Frauenrechtsorganisationen in Syrien getroffen. Das haben die mir nachher geschrieben. Die haben uns mitgeteilt, also das ist jetzt nicht meins, sondern das, was die Schweizer Gruppe mir da entsprechend zur Verfügung gestellt hat. Danach hätten sich die Frauenrechtsgruppen massiv darüber beklagt, keine adäquaten Männer mehr im Land zu haben, heiratsfähigen. Die heiratsfähigen Männer, sie gehen jetzt hier von Mittelschichtsfrauen aus, ja? Die heiratsfähigen Männer fehlen dort, weil die alle bei uns rumlungern, ja? Nicht alle, viele, bevor es wieder Pauschalisierung gibt. Also, weil viele von denen bei uns jetzt sind, ja? Viele. So. Also, ja, und unser subjektiver Eindruck, Herr Röckmann wird es bestätigen, war auch, dass in den Gebieten, wo wir waren, ein deutlicher Frauenüberschuss war. Was ich jetzt nicht als unangenehm empfunden habe, aber es war so, ja? So, hier sehen Sie Dr. Ali Haidar, ganz gefährlicher nationaler Sozialist, ja? Das war der Dolmetscher entsprechend. Also ich musste da vorne sitzen aus dem einfachen Grund. Die Syrer haben gefragt, wer ist der Delegationsleiter? Ja, da ich die Reise organisiert habe, war ich der. Und deshalb durfte Herr Röckemann, der ist ja auch nur MDL wie ich, aber deshalb durften die MBBs da nicht sitzen, sondern ich. Also nicht, weil ich mich jetzt nach vorne gedrängt habe, sondern die haben ganz formal nach Protokoll. Ganz normal nach Protokoll musste der Leiter sitzt halt vorne. Und wir hatten einmal versucht, einmal den Herrn Professor Weil nach vorne zu bringen. Nee, klappte nicht. Ja, klappte nicht. So, dann kommen wir mal kurz zu den Auswirkungen der Sanktionen, denn die US-Regierung hat eine der schärfsten Sanktionsregime erlassen, die überhaupt jemals in der Geschichte gegen ein Land erlassen wurde. Ja? Können Sie auch nachlesen, gibt es einen UN-Report von 2016, wo die UN 2016 ganz klar sagt, das, was die US-Amerikaner da an Sanktionen gemacht haben gegen das Land, ist das härteste mit, was es überhaupt gegeben hat. Ich erinnere an die 500.000 toten Kinder im Irak. So, und wir haben uns dann in Aleppo mit Vertretern des internationalen Roten Halbmondes getroffen. Der Rote Halbmond operiert, das wissen Sie, unpolitisch. Er kriegt nämlich ein Problem. Er greift in einen Konflikt, Partei für eine Seite, kann er nicht mehr den Menschen helfen, die in der anderen Region sind. Ja, werden sie da nicht zulassen. Das heißt, er muss schon zusehen, dass er sich politisch neutral verhält. Sie sehen auch nachher Bilder, da waren übrigens auch Schweizer Vertreter, da war auch ein Schweizer dabei. Das heißt, diese Vertreter des Roten Halbmondes, die hätten im besten Fall gar nichts sagen müssen, aber die haben überhaupt keinen Grund, uns im Sinne der syrischen Regierung zu belügen. Nur, dass Ihnen das klar ist, das ist eine internationale Hilfsorganisation. Es gibt keinen Grund, das ist keine von Assad gesteuerte Organisation. So, die haben keinerlei Gründe,
uns zu belügen, weil sie nämlich Probleme dann kriegen mit den anderen Gruppen, die sie im Land geholfen haben. So, und den haben wir gefragt, was ist das größte Problem von den Sanktionen, Auswirkungen der Sanktionen? Mangelhafte Versorgung mit Babymilch war das Erste, was gekommen ist. Eine mangelhafte Versorgung mit Babymilch und medizinische Prothesen. So. Das trifft, nochmal, das trifft nicht die syrische Elite. Und das wird nicht die obere Mittelschicht treffen. Denn die schmuggeln sich dann die Sachen zur Not über den Libanon rein. Sie kriegen in Syrien Handys, sie kriegen alles in Syrien. Ist vielleicht teurer dann. Es kommt alles über den Libanon rein. Sie glauben doch auch nicht, dass die iranische Elite oder die irakische Elite unter den US-Sanktionen leiden wird. Ob sie jetzt ein Galaxy S8 oder S7 da nur haben, das ist jetzt nicht das große Problem irgendwie so, ja? Die Sanktionen treffen die normale Bevölkerung. Die normale Bevölkerung, die verarmt und die sich offensichtlich nicht Babymilch leisten kann. Wenn die Frauen also da Probleme mit der Milchversorgung, eben waren ja noch zwei Kinder drin, haben, dann haben die Kinder wohl Pech gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Zuge des Humanismus sind das dann halt die Opfer, die Kollateralschäden. Ja? Deshalb verstehen Sie vielleicht, warum ich da ein bisschen Probleme hatte mit diesem Punkt der US-Außenpolitik. Das stört mich als Vater von zwei Kindern massiv, wenn das die Auswirkung westlicher Sanktionen sind. Ja? Über die Prothesen auch. Also medizinische Güter dürfen nicht reinkommen. Das Wichtigste ist, die EU, die redet sich fein raus, feige wie die sind. Das sage ich auch ganz klar. Die sagen nämlich immer, unsere Sanktionen sind gar nicht so schlimm. Nee, das stimmt. Die EU-Sanktionen betreffen die Ölförderung und, also eben kurz gesagt, die Ölförderung und die Waffengeschichten. Also sagt die EU, wir sind doch gar nicht so schlimm, von uns dürften sie doch das alles kriegen. Ja, aber wie sollen sie es denn bezahlen, wenn auf Druck der US-Amerikaner Syrien vom Bankensystem abgeschnitten ist? Es funktionieren keine Kreditkarten, das Handy funktioniert. Assad lässt nämlich das Handy zu, damit die böse Bevölkerung sich ja gegen ihn verschwören kann mit Handy. Ja? Also Assad, sie haben überall in Syrien freies Handynetz. Ja, also Handy, also müssen sie bezahlen, aber sie können eine Karte kaufen, gibt es Handynetz. Ja? Aber die Syrer können es gar nicht kaufen, weil sie die Währung nicht ins Ausland. Es gibt, das ist vollkommen abgeschnitten auf US-Druck von den Sanktionen. Und jedes Produkt, was mehr als 10% US-amerikanische Beteiligung hat, darf nicht nach Syrien geliefert werden. Ganz egal, ob es zu 85% in Deutschland produziert wurde. Und jetzt haben wir den gleichen Effekt, den wir auch beim Iran haben. Ja, wo die deutschen Firmen sich zurückziehen, weil die US-Amerikaner sagen, die Europäer sagen, ja, von mir aus könnt ihr doch da handeln, wir wollen das doch alles. Und die US-Amerikaner sagen, wenn ihr das macht, dann dürft ihr in den USA nicht mehr handeln. Dann überlegt sich halt eine Firma, was sie tut. Und die Firmen handeln rational in dem Hinsicht und dann beugen sie sich einfach dem Diktat aus Washington. Und deshalb ist das Verlogene. Die EU wäscht hier ihre Hände in Unschuld, aber sie akzeptiert, dass das passiert. Sie akzeptiert, dass das auf US-amerikanischen Druck passiert. Ja? Und das betrifft insbesondere medizinische Versorgung, das hat dann Herr Hadid gesagt vom Universitätskrankenhaus Aleppo. Das große Problem in Syrien ist die Versorgung mit vernünftigen westlichen Medizingeräten. Die müssen minderwertige Geräte aus Asien mittlerweile kaufen. Die Geräte sind teilweise zerstört, also viele Krankenhäuser. Syrien hat eine Umsonstversorgung. Also in Syrien gehen sie umsonst ins Krankenhaus. Sie behandeln auch Araber umsonst. Da kommt noch diese panarabische Gedanke zu. Also Libanesen fahren regelmäßig noch nach Syrien, um sich dort umsonst behandeln zu lassen ins Kriegsland. So sieht es nämlich noch aus. So, aber das Problem ist, dass insbesondere komplizierte Geräte, Röntgengeräte, Computertomographie, alle kaputt gehen. Entweder sind sie zerstört worden und sie kriegen die Ersatzteile nicht. Also sie können die Ersatzteile, können sie auch im UN-Bericht übrigens nachlesen. Was ich Ihnen jetzt erzähle, können Sie im UN-Bericht nachlesen. Sie kriegen die Ersatzteile nicht ins Land. So, und deshalb bricht da so langsam die Medizinversorgung zusammen. Alles im guten humanistischen Geist, um das syrische Volk von einem schrecklichen Regime zu befreien. Ja? So. Das hat Herr Haddad auch gesagt, Hadid gesagt. Herr Haddad ist übrigens Universitätsprofessor geworden in Aleppo, weil sein Vorgänger von Islamisten erschossen wurde. Das ist ein gebildeter Mann gewesen, der hat in England studiert, sprach auch Englisch sehr fließend. Das war eines der weniger schönen Gespräche, die wir mit dem Mann hatten. Zum einen war das Thema sehr tragisch, worüber wir gesprochen haben. Das lässt einen nicht so kalt. Zum anderen war es nicht sehr schön, mit dem Menschen persönlich zu sprechen,
weil er hat uns ganz klar gesagt, man merkt also seine Verbitterung an. Also der Mensch, der war zutiefst aus meiner Einsicht verbittert, weil er es nicht verstanden hat. Er hat in England studiert und er hat uns gesagt, warum tut ihr das unserem Land an? Ja, also der hat also, der verstand nicht, er kannte den Westen, er hat gesagt, er hätte 2011 gehen können. Er hätte gehen können, er spricht Englisch, er hat in England studiert, er hätte auch Arbeit gefunden als Chirurg. Er hat gesagt, das ist mein Land, das sind meine Leute und die konnte er nicht im Stich lassen. So, und wenn Sie also mit dem, wir haben das aufgezeichnet, das haben wir zufällig, hat Herr Christ das aufgezeichnet auf Video, das Interview. Wir haben es auf meiner Homepage, gehen Sie auf meinen YouTube-Kanal, einfach bei YouTube Dr. Christian Blecks eintippen, da finden Sie meinen YouTube-Kanal, da können Sie sich das Interview mal anschauen. Beurteilen Sie selbst mal den Mann, wie er gesagt hat. Ja? Er hat uns erzählt, wie viele Menschen er gerettet hat. Ja? Alles notiert, alleine 2016 29.500, 2016 war besonders schlimm, weil da die Stadt zurückerobert wurde. Ja? Die Gebiete der Stadt, Teilgebiete der Stadt. 29.500 Menschen, über 4.500 Kinder in 2016 haben sie da behandelt. Er hat mir selbst gesagt, er hat im Blut gestanden und hat teilweise in dem Büro, wo wir gesessen haben, unter Granatbeschuss. Also hat er wochenlang in dem Büro nur gelebt. Ja? Also das heißt, der Mann war teilweise, der hat kein einziges gutes Wort über die Islamisten übergehabt. Ja? Und über den Westen auch nicht, weil der das Leid da verursacht hat. Ja? Und wenn Sie das also miterlebt haben, auch das Gespräch mit dem Menschen. Sie vorstellen, Sie sitzen jetzt im Büro, wo er uns gesagt hat, er hat da gehaust wochenlang. Ja? Der wollte erst gar nicht das Interview geben, aus einem ganz einfachen Grund. Der war nämlich erstmal bitter. Der dachte sich, er kommt schon wieder wärm vom Westen. Er hat nämlich gesagt zu uns am Anfang, ich habe das Interview, was ich Ihnen jetzt erzähle, 2016 der BBC erzählt. Aber Sie haben es nie gesendet. So, so ist das halt im freien Westen mit den Medien. Genau. Aber er hat also ganz klar das hier gesagt, was eins noch wichtig ist hier, Kopfverletzungen, klar, wenn Sie nicht röntgen können, wenn Sie keine Computertomografie haben, wie wollen Sie Wirbelsäulenverletzungen behandeln, wenn Sie nicht wissen, wo die Splitter stecken? Ja? Können Sie einfach aufschneiden. Ja? Übrigens auch ist es auch nicht gut, Dialysepatient zu sein. Das erhöht auch nicht die Lebenserwartung in Syrien, ja, mittlerweile. Ja? Was der Vertreter des Internationalen Halbmondes noch gesagt hat, zu ergänzend, das war Tag der Frau, ich wusste das gar nicht, 8. März, habe ich mich nie drum gekümmert, war aber wohl Tag der Frauen, internationaler Tag der Frauen. Gibt es einen internationalen Tag der Männer? Glaube ich nicht, oder? Wir sind ja böse, ist egal. Also, ja, aber international. Das war internationaler Tag der Frauen und da hat der Halbmondvertreter gesagt, er möchte das den syrischen Müttern widmen, die in zerrissenen Familienstrukturen hier leben, wo die Jungs weg sind. Ja, und sie jetzt hier ohne ihre Kinder leben müssen. Und er hat ganz klar gesagt, die Heimat der syrischen Menschen wäre Syrien. Hier hätten sie ihre Familie, sie hätten hier ihre Kultur, sie hätten ihre Sprache da drin. Und wir haben das bestätigt, ich glaube, da herrscht auch überwiegend die Meinung zu. Was Heimat ausmacht, ist, oder was Lebensqualität ausmacht, ist sicher nicht rein der materielle Akt, sondern was doch eigentlich zu einem vernünftigen Leben dazugehört, ist, dass sie in einem Land sind, das ihre Heimat ist, wo ihre Sprache gesprochen wird, wo Menschen so sind, die sie verstehen können, weil sie entsprechend den gleichen kulturellen Hintergrund haben und wo sie dann vielleicht weniger verdienen, aber eigenständig ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Und ich weiß nicht, ob die 700.000 sogenannten syrischen Flüchtlinge in Deutschland hier jemals ihren Lebensunterhalt bestreiten werden können. Die Zahlen sagen was ganz anderes. Ja? Und ob das, und vor dem Hintergrund hat der Vertreter des Roten Halbmonds gesagt, die gehören alle nach Syrien zurück. So, das war jetzt also auch nicht irgendwie eine Marionette Assad, sondern das hat der Vertreter des Internationalen Roten Halbmonds in Aleppo gesagt. Das ist der gute Mann, das hier ist der Pasemann, das hier ist ein Schweizer, das weiß ich gerade gar nicht. Also es waren da auch international Vertreter des Roten Kreuzes dann da auch noch dabei. Ja? So, die haben nicht widersprochen. Er hat jetzt nicht gesagt, nee, die dürfen nicht zurück. Der kam nicht aus Deutschland. Ja? Also, der kam aus der Schweiz. Ja? So, das hier ist der Arzt, Dr. Hadid. Das sind hier Vertreter. Das ist ein syrischer Christ übrigens. Ein syrisch-katholischer Christ aus Aleppo. Der ist im Parlament. Das ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses hier gewesen. Das ist der Pasemann, hier auch ein Syrer. Ja, er war Ingenieur. Er hat die Straße, nämlich eine Autobahn in Aleppo gebaut. Er war ganz froh, dass er den Krieg noch überlebt hat. Er war Arzt, glaube ich. Oder er war Jurist.
Kann auch ein Jurist gewesen sein, weiß ich nicht. Ja? Werden Sie mal ein bisschen klarer. Die meisten Soldaten in Syrien sind Christen. Also muss ich betonen, auf Assads Seite. Nee, das ist nicht ganz richtig. Es sind auch die Alawiten, natürlich sind die Christen ja, da drauf. Aber die Alawiten. Ja, aber. Ja, natürlich. Natürlich, das habe ich aber noch gar nicht gesagt. Okay. Nee, wir nicht. Alles gut. Alles gut. Gut. Ich habe den Vortrag auch schon öfter gehört, war jetzt die erste Meldung in der Richtung, ja? Aber ist ja schön, ich freue mich ja, dass Sie das wissen. Dann sage ich es nochmal ganz schnell, natürlich. Übrigens, die Mehrheit der Bevölkerung in Syrien sind Sunniten. Die sunnitische Mittelschicht war immer auf Seiten Assads. Also generell, da machen wir es ganz kurz. Ja, die sunnitische Mittelschicht war immer auf Seiten Assads. Die Christen stehen hinter Assad und die Alawiten auch entsprechend, weil sie nämlich eins wissen. Kommt die islamistische, sunnitische Unterschicht an die Macht, dann ist das Leben nicht mehr so lebenswert in Syrien. Ja? So, okay, kommen wir zu den religiösen Würdenträgern. Also wenn Sie das nicht möchten, können Sie gleich bei den Bildern gerne wiederkommen. Also ich werde nämlich jetzt noch was zu den religiösen Würdenträgern erzählen und das, was wir da gehört haben. Wir haben uns getroffen mit dem Großmufti von Syrien, der Terrormufti. Haben Sie mich da gesehen? Das Bild war nicht schön, ich habe auch meinen Referenten gesagt, warum hast du denn das Bild weitergegeben? Aber egal, ich habe es Ihnen auf dem Handy geschickt, man sah das nicht so gut, weil das halt so auf dem Handy so klein war. Also war nicht das, die Presse hat natürlich das unvorteilhafteste Bild genommen, welch Wunder. Egal, das war der Terrormufti, der war so ein Terrormufti, dass er nämlich vom Europäischen Parlament 2008 eingeladen wurde als besonders fortschrittlicher Vertreter des islamischen Glaubens. Und was er uns nämlich gesagt hat, der angebliche Terrormufti, war nämlich, und das ist das Interessante und Wichtige, ganz wichtig wäre in Syrien die Trennung von Staat und Religion. Ich weiß nicht, wie viele sunnitische Großmuftis Sie so kennen, die sich für einen säkularen Staat aussprechen. In Saudi-Arabien? Kein einzigen, wahrscheinlich. Ja? So, das heißt, er ist der Einzige, und nochmal ganz wichtig, der angebliche Terrormufti ist so progressiv, dass er vom Europäischen Parlament gehuldigt wurde bis 2011. Und als 2011 der islamistische Umsturz da begann, dann hat er sich nicht für die Islamisten entschieden. Und er war so ein islamistischer Terrormufti, dass die Islamisten 2011 in Aleppo seinen Sohn erschossen haben. Und nachdem es beerdigt wurde und sie das Grab erobert hatten, die Islamisten haben sie das Grab geschändet. So viel also dazu, wie schlimm und böse dieser Mann doch angeblich ist. Darauf bin ich auf der Pressekonferenz, auf die ihn angesprochen wurde, und ihm wurde Worte im Mund verdreht. Kennen wir gar nicht von unserer Presse. Also ist mir noch nie passiert. Ja, und AfD-Vertretern, solche Sachen kannte ich überhaupt nicht. Das sind alles ehrenwerte Männer, sicher, und Frauen, die da arbeiten bei der Presse und nur ihren Job ganz vernünftig machen. So, ihm ist aber von der deutschen Presse das Wort verdreht worden. Ganz entsetzlich. Und ich bin auf der Pressekonferenz zu ihm gefragt worden und ich war vorbereitet natürlich, konnte darauf kontern. Und dann schreibt doch tatsächlich der Fokus oder der Spiegel, ich glaube, das war der Spiegel. Der Spiegel, der schreibt, Herr Blex war gut vorbereitet und konterte uns mit unseren eigenen Berichten von 2011. Jetzt stellen Sie sich mal diese Perversion vor. Wenn man keine Ahnung hat und Mist schreibt, dann ist es nicht überraschend, ja, bei manchen Medienvertretern, aber es ist zumindest, ja, Dummheit schützt vielleicht auch nicht vor Strafe, aber es ist zumindest noch irgendwie, ja, Dummheit halt. Wenn man aber weiß, dass es anders ist und es schreibt, wenn man ja sagt, er hat uns ja mit unseren eigenen Berichten widerlegt, ja, das ist doch schon pervers. Das ist wirklich pervers. Das hat der Spiegel geschrieben, das Ganze. Herr Blex war gut vorbereitet und widerlegt uns mit unseren eigenen Berichten. Ja, so viel dazu. Ja? Dann haben wir uns mit dem stellvertretenden Patriarchen der syrisch-orthodoxen Kirche getroffen. Der Patriarch war leider nicht anwesend. Die treffen sich übrigens regelmäßig einmal pro Woche. Glauben Sie auch nicht, oder? Aber die treffen sich einmal pro Woche, ja? Er sprach übrigens auch vor den Christen von seinen Brüdern. Macht man in Saudi-Arabien auch nicht so, ja? Wenn man von Christen redet. Wir haben uns mit dem Erzbischof der syrisch-orthodoxen Kirche in Homs getroffen und in Aleppo, das war beeindruckend, da kamen gleich Fotos von, mit 13 religiösen Würdenträgern, darunter der maronitisch-katholische Erzbischof und der syrisch-katholische Erzbischof und den Mufti von Aleppo. So, da sehen Sie das in Aleppo. Da sehen Sie das hier mal. Da sitzen wir mit den syrischen Parlamentariern mit dem Teil und da sitzen plötzlich 13 Würdenträger. Also ich bin jetzt noch neu in der Politik, Herr Röckemann auch. Wir sind da reingekommen, da saßen die da alle. Also,
Also das war ganz nüchtern gesagt doch schon sehr beeindruckend. Ja, also sie sitzen 13 Vertreter der religiösen Vertreter von allen unterschiedlichen Glaubensrichtungen in Aleppo, die es da gibt. Ja, hier, das ist so, das war eine neue Evangelikaler, wie Sie hier sehen können, das sieht so aus wie ein britischer, also ein US-amerikanischer Reverend, ist aber Syrer. Ja, das hier war der Herr Tobitsch, das ist der syrisch, das ist der maronitisch-katholische, das ist der syrisch-katholische Erzbischof. So, und hier sitzen dann halt noch, das war ein Orthodoxer, hier auch, ja, dann sitzen noch das, und Sie sehen das schön abwechselnd, Christen und Muslime daneben, muslimische Vertreter nebeneinander. Und Sie sehen eins, in Syrien tragen syrische Bischöfe das Kreuz. Zumindest die syrischen Bischöfe. Ob das die Deutschen dort tun, weiß ich da nicht. Auf den Straßen sahen Sie das auch. Da sehen Sie gleich noch Bilder, wo eine junge Frau, also achten Sie nicht so auf die Brust, sondern aufs Kreuz dann achten, das werden Sie gleich sehen, entsprechend das ein Kreuz trägt, öffentlich. Und Sie können sicher sein, wenn die Fahne des Kalifats über Damaskus geweht hätte, wäre das nicht mehr möglich. Hätte der US-amerikanische Regime-Change da geklappt, wäre das nicht mehr möglich gewesen in dem Land. So, da sehen Sie auch nochmal das Bild. Entsprechend, das war schon eindrucksvoll. Also das kann man ganz sagen, das war so eines der eindrucksvollsten Geschichten. Und alle, auch der, insbesondere auch der Großmufti, habe ich gesagt, alle Vertreter haben davon gesprochen, wie wichtig die religiöse Toleranz wäre und die Trennung von Staat und Kirche. Das gibt es in islamistischen Staaten nicht. Sie finden das auch in weniger islamischen Staaten. Sie finden es in keinem islamischen Staat, die Trennung von Staat und Kirche. Und sie betont insbesondere die freudige Zusammenarbeit und, ach so, alle übrigens, alle, und jetzt ist es interessant, insbesondere auch die beiden katholischen Bischöfe. Das sind jetzt hier keine Schergen Assads. Ja? Die stehen unter, das sind Erzbischöfe gewesen, ja? Die stehen unter Papst Franziskus und danach kommt Gott. Also die lassen sich jetzt von dem Assad auch nicht beeindrucken. Das sah man auch. Als wir uns mit den Christen getroffen haben, es hing überall ein Bild von Assad. Bei den Christen klein in der Ecke. Bei den muslimischen Vertretern ein bisschen größer. So, das wollte ich aber nur sagen. Das war jetzt kein Terrorbischof oder so, mit dem wir uns da getroffen haben, sondern alle, auch die katholischen Bischöfe, haben gesagt, dass die syrischen Flüchtlinge alle nach Syrien zurückkehren sollen. Alle. Und Frau Merkel sagt, die dürfen nicht zurück. Und die katholischen Bischöfe sagen, die sollen alle zurück. Das ist pervers. Es gab eine Ausnahme, das war der böse Erzbischof von Homs. Der war auch orthodox, syrisch orthodox. Der hat gesagt, alle sollen zurück, bis auf die Islamisten. Die sollten wir behalten. Die wollte er nicht zurück. Hat er uns offen so gesagt. Ja, die wollte er nicht. Ja? Ich fand es zwar nicht fair, aber ich konnte es verstehen aus meiner Sicht. Ja? Ich will die eigentlich auch nicht haben. So, und jetzt kommen wir zu einer Sache. Der Erzbischof, der hier, er hat sich das ganz lange angehört, unser Gespräch. Manche Vertreter von uns meinten zu fragen, wie ist denn so mit den Gläubigen? Wir haben sich gedacht, nein, ich jetzt kein Innerchrist, keinen innerreligiösen Dialog über das Werben um die geistige Seelenheil. Zum Glück haben wir es dann abgebrochen und eben wurde es dann zu bunt. Der Herr Schader, älterer Mann schon, hat viele schlimme Dinge erlebt, hat gesehen, wie seine Kirchengemeinde gelitten hat. 5000 Seelen hat er unter sich, die im Krieg also übelst gelitten haben. Seine Kirche ist beschossen worden, zerschossen worden von Islamisten. Ganz gezielt übrigens. Die haben ganz gezielt, die guten Freiheitskämpfer vom Westen mit westlichen Waffen, haben ganz gezielt Kirchen unter Beschuss genommen. Macht man so als guter Freiheitskämpfer. Er hat also ganz viele schlimme Dinge erlebt, auch menschlich schlimme Dinge. Und dem hat irgendwann der Kragen ist dem irgendwann geplatzt zum Ende der Veranstaltung. Und dann wurde er wütend und dann hat er ein paar Dinge gesagt, hat Frau Merkel was nicht so Schönes gewünscht. Aber ich habe darauf eins gemacht, er hat danach nach meiner Karte gefragt und er hat mir seine gegeben. Und es stellte sich raus, dass er Spanisch spricht, weil er ein Venezuela Bischof war. Und ich, als guter AfDler, wir sind ja alle böse Rassisten, ja, bin ich mit der Ausländerin verheiratet, ich spreche also relativ gut Portugiesisch. Deshalb kann ich Spanisch lesen. Und ich habe dann so eins gemacht, als wir zu Hause waren, am Montag, direkt den 11. Weil da ging es mir so durch den Kopf auf der Rückreise, das war am 8. März,
Was hat er da eigentlich gesagt? Und kriegen wir das irgendwie? Wir haben es dummerweise nicht aufgenommen. Schön wäre es gewesen, wenn wir es aufgenommen hätten, haben wir aber nicht. Und da habe ich ihn angeschrieben, ob er seine Aussagen bestätigen könnte, die er da vor allen gemacht hat. Ich habe das Montagmittag losgeschickt, ich weiß es noch, Montagmittag, müsste nach, schon 11. März, irgendwie um die Mittagszeit, auf Spanisch. Ich kriegte 4 Stunden später auf Spanisch einen Brief wieder. Und den möchte ich Ihnen jetzt in Teilen zum Abschluss hier das Ganze erstmal vortragen. Dieser Brief, der lag auch auf der Pressekonferenz aus. Und dieser Brief, den hatten alle Pressevertreter mitbekommen. Als wir die Pressekonferenz durchgeführt haben, waren über 60 Presseleute im Raum. Die haben wir privat finanziert übrigens. Dafür hätte ich einen Urlaub machen können für die Pressekonferenz. Egal. Ja, ja wir alle hätten dafür einen Urlaub machen können. Wir haben es ja geteilt zum Glück. Sonst hätte ich einen sehr großen Urlaub, meine Weltreise machen können. Egal. So, aber da waren also ein vollgefüllter Raum, über 60 Leute, 8 Kameras. Haben Sie eigentlich groß was von der Pressekonferenz gehört? Nein. Sehen Sie? Es war aber Internet, es waren alle deutschen Medien vertreten, ZDF, alles war da. Tun sich den mal das an. Und schauen sich mal den unzensierten Teil an. Und dann fragen sich mal, warum das wohl nicht berichtet wurde, was wir da gesagt haben. Die haben versucht, uns wegen den Großmufti, das Einzige, was die versucht haben, war uns wegen den Großmufti in die Pfanne zu hauen und ob es die Russen finanziert hätten. Und das Hotel. Wir hätten in einem schönen Hotel gesessen. Wir haben im normalen Hotel gesessen. Ja, wollen Sie jetzt an der Frontlinie im Schützengraben liegen? Möchte ich nicht. Also möchten Sie wahrscheinlich auch nicht, ja? So, das ändert ja nichts an der Situation im Land. So, und was ich aber sagen wollte, tun sich mal die unzensierte, ich habe sie extra so genannt, unzensierte Pressekonferenz an. Denn es gab eine Presse, mein Statement, was ich verlesen habe am Anfang, das war im Wesentlichen dieser Vortrag, der wurde gebracht von Phoenix. Ich dachte mir, ist aber so kurz irgendwie, habe ich doch so schnell geredet? Habe ich mir angehört? Da stellte ich plötzlich fest, als ich auf Aleppo zugekommen bin und auf das, was die christlichen Vertreter gesagt haben und den Brief vorgelesen habe, den ich Ihnen jetzt vorlesen will, da war plötzlich ein Schnitt bei Phoenix. Genau diesen Teil, den ich Ihnen jetzt vorlesen werde, fehlt komplett bei Phoenix. Komplett. Und bei unserer ist er allerdings drauf. Da sehen Sie, also vergleichen Sie das einfach mal. Es ist kein Lügenfernsehen. Das war reiner Zufall, dass Sie das rausgeschnitten haben bei Phoenix. Es war nämlich das Interessanteste der ganzen Reise. Und da kommen wir nämlich jetzt zu. Es war ein Lückenfernsehen. Es war im wahrsten Sinn des Wortes Lückenfernsehen. So, staatlich betreutes Lückenfernsehen. So, damit die Bevölkerung halt eine Lücke hat in der Information. So, und das war der Brief, den Herr Schader am 12.03.2013 geschrieben hat. Genau, das war der Donnerstag, nämlich der 8., dann war das nämlich der Montag, der 12. Genau. Ich habe das dann auf Deutsch übersetzt und jetzt auch die Interpunktion und ich habe sie Spanisch überlassen, damit es möglichst gleich bleibt, so wie er es halt entsprechend geschrieben hat. Also die Interpunktion ist da ein bisschen komisch. Also nicht, weil ich die Deutsche nicht beherrsche, sondern weil ich habe es aus dem Spanischen so einfach übernommen. Danke, dass Sie nach Aleppo gekommen sind und uns als christliche und muslimische spirituelle Führer getroffen haben. Vereint zum Wohle unserer Bürger und unserer Heimat. Ja, wir, hat er vor versammelter Mannschaft gesagt und alle haben genickt. Ja, wir drängen auf die Rückkehr unserer syrischen Flüchtlinge, die sich im Ausland aufhalten, in ihre syrische Heimat. Alle hohen religiösen Würdenträger sagen, die Menschen sollen zurückkommen und Frau Merkel sagt, die dürfen nicht zurückkommen. Das ist der Skandal. Ja? Und das ist auch der Grund, warum das Phoenix nicht gebracht hat, wenn wir ehrlich sind. Ja? Und wir bitten die Europäische Union, der Unterstützung des Terrors in Syrien ein Ende zu setzen, damit die Menschen wieder in Frieden leben können. Wir unterstützen Terror in Syrien? Das hören Sie aber nicht in unseren Medien. Aber alle Würdenträger, nochmal, das ist ein Katholik gewesen. Wenn der dummes Zeug erzählt, dann würde Franziskus hingehen und den absetzen. Mal einkassieren und einen neuen hinsetzen. Ja? Also das ist die katholische Kirche und nicht irgendwie eine lokale Kirche, die keine internationalen, also die nur Regionalstrukturen hat. Orthodoxe Kirchen sind regional strukturiert, die sind da mit dem Staat stärker verwoben. Das ist die katholische Kirche. Das ist kein Hampelmann, das ist ein Erzbischof der katholischen Kirche, der sagt, die EU soll aufhören, den Terror in Syrien zu unterstützen. Es reicht mit dem Blutbad und dem Terror, wir wollen in Ruhe leben wie vor dem Krieg. Wir fordern auch, dass man den Sanktionen gegen Syrien ein Ende setzt. Wir leiden sehr, weil wir keine Hilfe vom Ausland empfangen können. Selbst wenn etwas eintrifft und irgendeine Spende den Namen Syrien trägt, wird die Spende blockiert und wir können gar nichts davon bekommen. Ich bitte Sie, wenn Sie etwas für uns tun können, zögern Sie nicht. Wir brauchen Ihre Hilfe.
Und dann hat er mich, also das ist üblich, im Vornamen sich anzusprechen. Und deshalb nochmal, ich zähle sehr auf Sie, Christian, wenn es um die Wahrheit geht, spreche mit Nachdruck und ich sage in all meinen Treffen mit vielen Menschen immer die Wahrheit und ich möchte, dass meine Stimme die Welt erreicht, damit die Welt die Wahrheit und die reale Situation in Syrien erkennt. Was er danach weggelassen hat, hat er mich noch gebeten, das gehört aber nicht in die internationale Pressekonferenz da rein, dass seine Kathedrale komplett zerschossen wurde und er hat praktisch gebeten, ob man spenden dafür könnte. Ich habe es persönlich getan, aber das wollte ich ja nicht in den Pressebrief da drin haben. Ja? Und am Anfang hat er mich mit Herr Präsident angeredet, das fand ich unangemessen, deshalb habe ich den Anfang, weggelassen. Ich habe es ihn korrigiert und er hat dann mir für meine Bescheidenheit gedankt. Ich war da nicht bescheiden, ich war da einfach nur ehrlich, ja, in der Sache dann dafür so. Und das haben Sie nie in der Zeitung oder sonst wo gelesen. Und das ist der eigentliche Skandal. Internationale Hilfsorganisationen sagen, die Menschen sollen zurückgehen. Die Würdenträger sagen, sie sollen zurückgehen. Und Frau Merkel sagt, die dürfen nicht zurückgehen. Sie sollen hier weiter hierbleiben, von ihnen bezahlt werden. Manche von ihnen machen auch noch andere Dinge in diesem Land, was man vorher nicht so kannte. Ja? So, und das ist also das, worum es hier eigentlich ging. Und es geht nicht darum, ob ich sagen kann, ob Syrien sicher ist. Sie sind gefragt worden, das ist ja zum Ende des Ganzen hier. Wir sind gefragt von, ist Syrien sicher? Von den Medien. Können Sie, Herr Blex, garantieren, dass Syrien sicher ist? Nein. Ist es denn in Deutschland sicher? Fühlen Sie sich als Deutscher auf deutschen Straßen abends noch sicher als Frau? Ist es sicher in Deutschland? Die Merkels Tote, ist das ein Zeichen für Sicherheit in Deutschland? Also die Fragen der Presse sind an Perversion da nicht zu überbieten. So, damit bin ich am Ende des Vortrags. Ich würde jetzt eins machen. Ich kann Ihnen noch ganz viele Bilder zeigen, aber ich neige dazu, dass ich sehr lange rede. Vielleicht haben Sie, ja, ich bin Lehrer früher gewesen, das ist so die Krankheit, die da kommt. Aber vielleicht haben Sie ja noch erst Fragen. Wir können auch kurz eine Pause machen. Ich habe danach noch, weitermachen, Bier? Okay, weitermachen. Mir ist das jetzt gleich. Also wenn Sie ein paar Bilder sehen wollen vom Leben in Syrien, oder wollen Sie kurz Fragen stellen? Ist das? Welche Bilder? Bilder? Wer wäre? Nochmal, nee, ich möchte fair. Also wir sind ja Demokraten. Wir sind ja Demokraten. Wer möchte erst Bilder sehen? Den bitte ich jetzt um ein Handzeichen. Das ist doch die Mehrheit. Okay, brauche ich nicht weiter fragen. Okay. So, Enthaltung gibt's. Nee, erinnere man, weil die Mehrheit schon die Bilder haben. So, da haben wir die Bilder noch. So, das ist unsere Anreise. Sie müssen anreisen über den Libanon. Was war jetzt passiert? Wir dem Ganzen mal. So, da sehen Sie mal Bilder. Und zwar sehen Sie hier Bilder vom Flughafen Beirut. Aufgrund der US-Sanktionen können Sie mit dem Flugzeug nicht nach Damaskus fliegen. Das wäre ja noch schöner. Da könnten wir die alle wieder zurückschicken einfach. Ja, also das geht also nicht. Fliegen also keine Flugzeuge. Sie müssen über Beirut anreisen. Das war unsere Reisegruppe. Das war der Grenzübergang vom Libanon nach Syrien rein. Und das Erste, was wir festgestellt haben, gut ausgebaute Autobahn mit wenig Verkehr. Gut ausgebaute Autobahn. Und dann fuhren wir da lang, das waren unsere Gebiete, wo auch kein Krieg war. Kurz vor Damaskus, Flachbildfernseherwerbung an der Autobahn. Das war das Erste, was ich dann in Syrien so gedacht habe. Da dachte ich mir, oh, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Jetzt sehen Sie eine ganze Reihe schöner Bilder. Aber natürlich, eins ist klar. Wir haben uns sicher keine Armenviertel angeschaut in Syrien. Das sage ich auch vorweg. Ja? Es ist nicht so, dass Syrien in Saus und Braus lebt, aber es gibt da noch Mittelschicht, westliche Mittelschicht. Und was Sie an Bildern sehen, ist, sehen Sie dann, ja? Wie gesagt, wenn Sie in Brasilien sind, dann besuchen Sie auch keine Favela. A, ist es da nicht schön und B, ist ungesund für Sie, ja? Zumindest, ja? Nee, ja, also ja, Blei, genau, also, ja, genau, also da wird schnell geschossen dann. So, das war am nächsten Tag, als wir dann zur Moschee gefahren sind. Sie sehen hier die Autos da. Die Autos in Syrien waren alle eine Spur kleiner als die Autos in Beirut. Beirut haben riesige Schlitten gefahren, da gibt es auch keine Stickoxidbelastung, das interessiert da überhaupt keinen. So, das war das Treffen mit dem angeblichen Terrormufti. Sie sehen, wer da hängt über dem. Ja, da sehen Sie das Treffen nochmal. Er hat, wie gesagt, immer von Brüdern und so gesprochen. Ich mache ein bisschen schneller.
Hier sehen Sie so mal so 10 da von Süden. Das ist jetzt Süden, das ist Damaskus. Handywerbung. Ja, junge Frauen. Stand in der Presse drin, Herr Blex würde junge Frauen fotografieren. Stimmt. Weil Sie mal nicht erwartet, dass in diesem Land so Frauen offensichtlich so rum. Haben Sie das erwartet? Sehen Sie, ich war vorher noch nicht in Süden gewesen. Ich fand das interessant, dass da offensichtlich Frauen ohne unter der Birke gebuckt da durchs Land so rumlaufen. So, da sehen Sie das. Also sehen die Autos, man sieht also eins schon. Große Autos gab es sowieso nie so groß aufgrund der Steuersystem in Syrien. Aber die Autos sind auch alle schon, also man merkt dem Land an, dass es von der Substanz so ein bisschen lebt. Da sehen Sie ein Geschäft, das war in der großen im großen Souk in Damaskus, riesen Einkaufsstraße, über so eine alte historische Einkaufsstraße mit kleinen Läden, hier so Frauenschuhe sehen Sie da sehen, ja so. Denkt man auch nicht so dran, dass es in Syrien. Sie sehen viele Frauen mit Kopftüchern, das ist so. Deren Sozialverhalten spricht aber nicht den Sozialverhalten, wie ich das zum Beispiel kenne, wenn ich in Aalen rumlaufe. Da ist dann, also in Aalen, das ist eine schöne Stadt in meinem Kreis, besonders viele türkischer Bevölkerung. Entweder schauen mich dort junge Damen, sehr knapp bekleidet, mit Kopftuch, etwas verächtlich an, wenn ich da durchlaufe, oder aber sie schauen ängstlich weg in der Burka, weil sie wohl Angst haben, dass sie von ihrem Begleiter geschlagen werden, wenn sie mir in die Augen schauen. Das ist so meine Erfahrung, meine persönliche, ist nicht verallgemeinert, die ich immer so hatte. Und in Syrien haben die im Vergleich dazu absolut normales Sozialverhalten. Da schauen ihnen Frauen mit Kopftüchern und so in die Augen, die suchen den Kontakt, die halten den Stand, also das ist jetzt, sie sprechen sie an, ja, also nicht so, wie ich das bisher so in Deutschland kannte. Ja, das war so ein ganz wesentlicher Unterschied, der uns aufgefallen ist. Hier sehen Sie Golden Star, Miss Selfie. Das ist der Souk. Und auch da sehen Sie, achten Sie mal, ganz viele Frauen. Kann sein, es war die Mittagszeit, aber es war wirklich ein eklatanter Frauenüberschuss da zu sehen. Klar, ein Teil der Männer sind auch bei der Armee dann natürlich. Einfach so ein paar Bilder, dass sie auf uns wirken lassen können. Da waren wir vor der bekanntesten Eisdiele des Landes. Bin ich dann auch reingegangen, sind wir reingegangen. Alles voller Frauen da oben gewesen. Da war kein einziger Mann. Nur für unsere Politiker war das so. Und der Kellner, genau. Tolles Eis konnte man da essen. Wie ich schon gefragt wurde, ob wir uns frei bewegen konnten. Ja, wir sind vollkommen frei. Die Entscheidung, da reinzugehen, war meine Entscheidung. Ich wollte da rein, deshalb sind wir da reingegangen. Wir wurden da nicht geführt oder in so einem Cordon. Ja, wir sind mit Politikern da durchgegangen. Das hier ist eine Christin gewesen, eine syrische Christin gewesen im Parlament. Wir sind da lang gelaufen. Und ich hatte direkten Kontakt mit den Menschen. Ja, und das ist ganz klar. Es waren Sicherheitsleute vor Ort. Die liefen verstreut durch die Menge durch. Aber es ist logisch. Die wollen doch sicher nicht zulassen, dass die einzigen westlichen Politiker, die ins Land kommen, plötzlich irgendwie vom Auto überfahren werden oder sonst was. Das ist irgendwie blöd. Ja? So. Aber das Wichtige ist, ich bin angerempelt worden von normalen Besuchern, ja nicht extra, sondern weil die einfach da so im Gedränge da so lang gelaufen sind. Ich hatte auch Herr Röckemann, wir hatten Menschenkontakt. Wir haben uns so frei da bewegt und Kontakt mit Menschen gehabt. Die hätten uns jederzeit was tun können, wenn sie gewollt hätten. Ja? Sie hätten das dann vielleicht danach bezahlt, aber getan hätten sie uns was, wenn sie wollten. Ja? So frei kann sich Frau Merkel in Berlin nicht bewegen, wie wir uns da bewegt haben. Das ist so. Ja? Ich mache mal ein bisschen schnell, gehe da so durch, hier so Kinderkleidung, sehen Sie auch hier so ein bisschen Batman hier noch. Ja, also das ist alles europäisiert, wenn Sie das so sehen. Da sehen Sie auch den Wunsch der Mittelschicht, wie Sie das auch in Russland und so sehen. Der Wunsch, so nicht westlich, sondern also so ein bisschen von unserem Lebensstil zu kopieren. Das sind keine Islamisten, die mich umbringen wollen, die da rumlaufen. Ja? Das ist, den kennen Sie, den Mann? Vor der Umayyiden-Moschee. Da sehen Sie auch hier, da brauchen keine Angst vor haben, oder? Also die tun einem nichts. Ja? So, auch hier sehen Sie Leute im Pärchen, offensichtlich dann christlich oder so, auf jeden Fall nicht streng religiös, zumindest nicht streng religiös, islamisch. Hier so Händler, da sprach einer sogar noch Deutsch, die haben da ganz viel von, die haben viel von Tourismus gelebt. Und da sprach ein Händler noch Deutsch, der hat uns auf Deutsch angesprochen. Hat aber bis 2011 kein Deutschen mehr gehabt. Dann sehen Sie hier Gold. Da habe ich meinen Sohn Süßigkeiten mal gekauft. Meiner Frau habe ich vergessen, Gewürze mitzubringen. Egal. So, Frauen auch in Syrien lieben Handtaschen und kaufen Schuhe gerne. Ja, also das ist einfach wohl so. Das scheint so ein internationales Phänomen zu sein.
Entschuldigung, nicht pauschalisieren. Anscheinend mögen auch viele Frauen in Syrien Handtaschen und Schuhe. So ist das richtig. Ah, wir lernen. So, das ist der Stellvertreter des syrisch-orthodoxen Patriarchen. Und diese junge Dame hier hinten, die ist Muslima. Hat mit uns aber auch einen Alkohol getrunken einmal. Ja? Also ist sie nicht so gläubig vermutlich. Ja? Also hat auch keine Probleme mit uns die Kirche anzuschauen, die am 5. Februar, einen Monat vor unserer Ankunft, wir waren am 5. März da, hier oben sehen Sie das, ist das Dach durch Granatbeschuss. Von Ostguta aus ist die Kirche beschossen worden. Hat uns der Stellvertreter des Patriarchen erzählt. Das war einer der Gründe, warum dann, wie gesagt, die Ostguta-Offensive gefahren wurde. Zu dem gleichen Tag hat uns der Patriarch gesagt, ich kann es nicht verifizieren. Am 5. März, als wir da waren, hat uns der Patriarch gesagt, ist gerade eine Grundschule unter Mörserbeschuss genommen worden. Ja? Und übrigens, Mitte April ist übrigens in Damaskus ein Markt angegriffen worden, kurz bevor dass die letzte Bastion da in Ostguta befreit wurde. Da sind über 40 Frauen und Kinder durch Granatwerferbeschuss verreckt, umgebracht worden. Hat kein Schwein die Medien haben sogar in Deutschland ein bisschen drüber berichtet, so nach dem Motto, seht ihr, Syrien ist doch nicht sicher. Klar, weil die Islamisten Zivilisten da angreifen und nicht umgekehrt, ja? Und vorher hieß es angeblich 40 Gifttote, die es nie gegeben hatte. Da wurde ein Skandal gemacht, Syrien wurde bombardiert, aber dass die Islamisten da mal eben 40 Frauen und Kinder in Stücke gerissen haben mit Artilleriebeschuss, hat kein Schwein politisch interessiert. Da sehen Sie Kirche, wir haben die Splitter angeschaut, da sehen Sie, wie das damals ausgesehen hatte, als am 5. März der Granateinschlag da runtergegangen ist. Hier waren Reparaturarbeiten in der Kirche, hier sehen Sie Schrapnellsplitter, also im ganzen Gebäude konnten Sie halt Schäden durch Schrapnellbeschuss, also durch die Schrapnells da sehen. Da sehen Sie das. Die hatten also keine Probleme, auch die Muslime hier da drin, sich mit uns in der christlichen Kirche ablichten zu lassen. Ja, nochmal. Das war auf dem Weg nach Homs. Da sehen Sie ein Werbebild, auch irreal. Da wird für neue Apartments geworben, vermutlich. Ich kann die Sprache nicht lesen da so. Aber eine junge, genau, die bei uns fehlen, weil die Leute jetzt ja hier sind. Aber ist ja nicht schlimm. Sie bezahlen ja deren Mieten, damit Sie kein Geld mehr haben, sich die Mieten zu leisten. Ist ja alles nicht so dramatisch. Ja? Also wenn Sie sich wundern, warum die Arbeiter heute keine Miete mehr in Deutschland bezahlen, ist ja ganz klar. Sie geben der Staat nimmt Ihnen das Geld weg und überbietet Sie auf dem Wohnungsmarkt mit den Mietpreisen. Und deshalb haben Sie keine Wohnung mehr. So ist die Logik, die dahinter steckt. Ja? So. Aber Sie machen es ja, weil wir Sie gut und gerne in dem Land leben. So. So, das ist dann die Autobahn, was man sagen muss, wenig Schwerlastverkehr. Also ganz klar, wenig Schwerlastverkehr unterwegs, sehr wenig Schwerlastverkehr unterwegs. Dann merken Sie das, dass also wirtschaftlich dann noch nicht irgendwas im Argen liegt. Ja, so wenig Schwerlastverkehr. Aber die Autobahn, guter Zustand. Ja, ganz guter, wirklich guter Zustand, die Autobahn. Besser als bei uns sieht die aus. Ja. Das ist jetzt Homs. Homs hieß total zerstört. Angeblich 2015 komplett zerstört. Alles kaputt in Homs. Sehen Sie, alles ist kaputt in Homs. Das können wir also nicht beschädigen. Stimmt doch nicht so. 20%. 20% der Stadt ist zerstört oder beschädigt, schwer beschädigt, die Gebäude. 20%. Es ist viel, aber schauen Sie mal, wie deutsche Städte ausgesehen haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Da waren nicht 20% zerstört, da haben die Briten bessere Arbeit gemacht. Ja? So, und sie sind nicht dann geflohen, wohin auch. Ja? Und da sehen Sie also Homs. Das war das Schönste. Das war der schönste, für mich der Höhepunkt der Reise. Wir haben die Al-Bas-Universität besucht. Die Al-Bas-Universität, da studieren jetzt noch 100.000 Studenten. Die können bis zu 120.000 Studenten studieren. Das ist eine große Campus-Universität, sauber gepflegt. Wie übrigens ganz Syrien, das können wir bestätigen. Beirut war schmuddelig. Wenn man Vorurteile hätte, denke man so, oh, das entspricht den Vorurteilen, die man haben könnte. Ich muss ja vorsichtig formulieren. Also Beirut war wirklich schmuddelig so, was wir gesehen haben. Und Syrien war sauber. Picobello sauber. Ja, warum weiß ich nicht, aber es war einfach ordentlich und gepflegt alles. So, das war die Al-Bas-Uni, da sind wir noch rumgelaufen. Wir hatten leider nur eine gute Stunde Zeit. Es war übrigens, manche haben gesagt, das sind ja so wenig Studenten. Ja, es sind Semesterferien. Es gab aber Zeugnisse abzuholen, deshalb sehen Sie auch ein paar mit Zeugnissen. So, dann sehen Sie hier die Menschen da so rumlaufen, einfach mal junge Studenten. Und das war für mich eigentlich das... Bitte? Also mit Afghanistan kann man das gar nicht vergleichen jetzt. Nee, das ist zivilisiert. Das hier ist zivilisiert. Und jetzt, was bei mir durch den Kopf gegangen ist, das war ich ganz betroffen da auch. Ich habe die jungen Frauen hier gesehen und ich dachte mir, hätten die US-Amerikaner Erfolg gehabt und Saudi-Arabien, wäre keine von denen mehr an dieser Universität, ob es die Universität überhaupt noch gibt. Islamisten haben es nicht so mit Wissenschaften und Aufklärung. Aber diese Frauen wären zumindest nicht in dieser Kleidung da drin mehr langgelaufen. Und das ist der eigentliche Skandal. Wir bekämpfen ein
Menschen da, die nicht unsere Feinde sein wollen. Das ist, und unterstützen Menschen, die am liebsten uns danach den Hals abschneiden wollen. Das ist die Perversion an der ganzen Sache. Dieser junge Mann, achten Sie mal auf die Haarfrisur, der würde sich wahrscheinlich auch in Köln-Pudel wohlfühlen, ja? Wenn Sie das so sehen. Ja? So, und das hier ist zum Beispiel ein ganz interessantes Bild. Offensichtlich drei junge Frauen. Sie ist offensichtlich muslimisch. Ihre Freundin hat hier, man sieht es nicht so gut, nicht auf die Brust schauen, ich meinte das eben. Hier ist ein Kreuz, trägt sie. So, die hat jetzt in der Mitte keins. Aber offensichtlich scheint die ganz friedlich da in dem Land, weil es eine säkulare Regierung hat und sie gebildet sind, die Menschen zusammenzuleben. Ja? Das ist in islamischen Ländern nicht üblich in der Regel. Ja? So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, was mit den beiden passiert wäre, wenn der IS die Stadt erobert hätte oder die anderen Islamisten. So, auch hier junge Menschen, die offensichtlich, ja, solche Leute haben sie eher weniger in Deutschland aus Syrien kommend. Ja? Also junge Menschen, die offensichtlich ihre Zukunft gestalten wollen, ja, wie in vielen Ländern, ja, und denen würden wir, ja, wie gesagt, was hätten wir diesen Menschen angetan, wenn wir da gewohnt hätten? Schauen Sie, wie sauber die Uni ist, und jetzt vergleichen Sie das mal mit einer deutschen Pädagogikfakultät oder sowas, ja, wie es da aussieht, ja, wenn man das, da wären jetzt hier überall Antifa-Schmierereien oder sowas da an den Wänden, wenn Sie das so sehen, ja, ja, also auch bei Journalismus und so, alles voller Antifa dann entsprechend in deutschen Unis, ja. Auch die Menschen hier gepflegt. Wissen Sie, wie Pädagogikstudenten aussehen? Ich habe ja Pädagogik mal studieren müssen. So lange Haare, also so wie die Herren, die da eben so gekommen waren. So Körperhygiene ist auch eingeschränkt mitunter, ja? Also war meine persönliche Erfahrung, ich will nicht generalisieren. Ja? So, hier sehen Sie junge Syrer, die lesen und schreiben können. Ja? Offensichtlich, ja? Und gepflegt hier sind, ja? Hier auch, das hat er, also die Bilder habe übrigens alle nicht ich gemacht. Ich war nämlich vorne weg, weil ich nämlich immer mit dem Direktor da, der Uni rumlaufen musste. Dekan. Schluck. So, Dekan. So, also das hat der Christ gemacht. Ich kommentiere das auch nicht weiter, diese Bilder. Ja? So, hier haben wir von jungen Studenten ein Lied hören müssen. Das sagte man uns, wäre ein patriotisches Lied gewesen. Ich habe nicht viel verstanden, was in Kriegszeiten sicher normal. Hier nochmal die Uni. Hier sehen Sie die Menschen da rumlaufen. Hier junge Frauen. Wie gesagt, die Bilder sind eigentlich von mir. Aber was interessant war, die jungen Damen kamen nachher alle an und wollten Selfies von uns haben. Die kamen alle an, stehen sich zu uns. Selfie, Selfie, Selfie. Ja, warum auch nicht? Ja, also, also das war, und auch wenn sie ein Kopftuch getragen haben, also nicht falsch verstehen. Also die kamen alle dann an, die waren total offen. Die wollten auch die jungen Männer, die wollten alle mit uns reden. Wir hatten leider wirklich zu wenig Zeit. Also das war. Ich habe eine Mathe-Veranstaltung mal kurz besucht, ich habe selber Mathematik studiert, ja, das war lustig, die Formeln und dann mit arabischer Sprache so versehen. Und das war ein weiterbildendes Seminar, höheres, das war also für Masterstudiengang Mathematik und die Hälfte der Studenten, die da saßen, waren weiblich, auch mit Kopftuch. Das ist selten, in Deutschland haben sie nicht so einen hohen Frauenanteil in der Mathematik, in der Masterstudiengang in der Regel. Ja, das war einfach auffallend. Ja, das war also wirklich ein schönes Erlebnis. Ja, da waren junge Chemiestudenten, mit denen konnte man noch ein Witzchen machen. Chemie ist ja also eine Kochschütt. Ich habe Physik studiert, darf das sagen, über Chemiker. Ja, das war lustig, das war schön. Es war einfach schön, diese jungen Menschen da zu sehen. Auch hier im Gespräch. Da auch im Gespräch sehen Sie, die kamen zu uns an und haben das Gespräch gesucht, ja? Und die waren nicht alle irgendwie indoktriniert, ihr müsst jetzt mit denen sprechen oder solche Sachen, ja? Auch Herr Röckemann war durchaus interessant für die jungen Damen. So, für die jungen Männer auch. So, ich musste dann halt mit den jungen Männern vorlieb nehmen, so ist das. So, und jetzt, haben wir die Uni verlassen. Also der Dekan, also es war lustig, der Stellvertreter, der hat in Deutschland studiert, Maschinenbau. Und zwar in der damaligen DDR noch. Der sprach fließend Deutsch mit mir. War ganz toll. Und ich wäre am liebsten 4 Stunden geblieben in der Uni. So, danach haben wir uns den Park von Homs angesehen. Zu Zeiten der islamistischen Besetzung war das eine Müllhalde gewesen. Da sehen Sie auch hier, das ist so das Typische, so westlich gekleidet. Ja? Das sind Frauen hier vom Tourismus, lokalen Tourismusdings da in Homs. Haben uns den Park hier angeschaut. Wunderschön aufgeräumt. Das hier noch, 6. März. Ein Weihnachtsschmuck hängt da noch dran. Wo gemerkt, in einem Staat, also in der Türkei gibt es das nicht. Ja? Und in Tunesien auch nicht. Das habe ich dann fotografiert. Das war eine Verkaufsbude. Ja, achten Sie mal da auf zwei Frauen, offensichtlich vermutlich muslimischen Glaubens,
Die verkaufen uns christlichen Weihnachtsschmuck da noch. Ja, nein, aber das ist doch... Nochmal. Was bilden wir uns ein, so eine säkulare Regierung wegzubomben? Ja, das ist, was bilden wir uns ein, sowas zu machen? Das ist doch, das ist die Perversion, die hinter dem Bild da steckt. Diese Menschen wollen wir wegbomben. Ja? Ein Schlumpf steht da rum. Eine Schlumpfine stand da auch noch rum. Habe ich aber nicht mehr auf dem Foto hier drauf. Und das ist Homs, wie Sie es auch sehen. Das kennen Sie. Das kennen Sie, solche Bilder kennen Sie. Und zwar kennen Sie eins. Diesen Hintergrundausschnitt. Und zwar nur diesen Hintergrundausschnitt. Den sehen Sie in den deutschen Medien, wenn Sie von Homs ein Bild sehen. Nur dieses im Hintergrund. Nicht die heilen Nachbargebäude und erst recht nicht die Autos, die davor stehen. Sie sehen ausschließlich das im Hintergrund. Und warum ist das? Da sind Straßenkämpfe. Das sind ja alle Stahlbetonbauten, die hier stehen. Wie wollen Sie eine Infanterie verschanzte in Stahlbetonbauten bekämpfen? Na, indem Sie die Gebäude platt machen. Was wollen Sie denn machen? Ja? Ich weiß nicht, wollen Sie da so einfach gegen mal hinmarschieren? Die sitzen unten in Stahlbetonbauten alle drin. Ja? So, und wenn Sie dann hören, ich weiß nicht, Sie waren anscheinend beim Militär. Ja, aber Sie machen eins sicher nicht, was man in deutschen Medien liest. In deutschen Medien las man immer, haben Sie mir auf der Pressekonferenz gesagt, so ein dummer Journalist, da würden ja Streumunition eingesetzt. Jetzt können Sie sich mir mal bitte die Wirkung von Streubomben auf massiven Stahlbetonbauten sehen Sie. Da sitzen Sie unten drin und freuen sich, dass es oben poff, poff, poff macht. So, also da sehen Sie mal, was der Journalist da für Unsinn erzählt. Er erzählte mir auch was von Fassbomben. Eine Fassbombe ist ein Fass mit Sprengstoff drin. Was aber wunderbar, gibt Unterschiede. Aber die Sprengwirkung kommt durchaus von einem massiven Stahlkörper und nicht durch ein dünnwandiges Fass. So, also so viel als Physiker verstehe ich dann nämlich auch schon, dass eine Fassbombe keine effektive Waffe ist, ja, die ja nicht so monströs ist, wie man, sie hat eine Masse halt dann, ja. Aber wie gesagt, da wurden Ihnen Horrorgeschichten erzählt von der ganzen Sache und das sehen Sie halt nicht, dass es singulär die Sachen sind, wo halt der Frontverlauf war, wo Sie halt die Frontgebäude eingeäschert haben dann. So, und dann wird aber wieder in Homs gebaut, sehen Sie hier. Und das ist übrigens auch ein Grund, Sie haben von dem Dekret 10 gehört, wo Assad doch alle Flüchtlinge enteignen wollte. Haben Sie das mitgekriegt? Ging durch die Medien durch. Oh. Nicht? Stand sogar in den Qualitätsmedien drin. Er würde alle Flüchtlinge jetzt enteignen. Die müssten alle innerhalb von einem Monat zurück und sagen, dass das ihr Land ist und würde jetzt den wegnehmen. Haben Sie vielleicht gehört? Stand sogar in den Qualitätsmedien drin. Ja? So. Allerdings stimmt das natürlich nicht. Es geht um eins. Da sind Gebäude zerstört. Komplett zerstört. Ganze Wohnviertel. Die müssen sie räumen und neu bebauen. Jetzt gibt es keine Grundbücher, wie in Griechenland. Gibt es auch in Syrien keine Grundbücher. Das heißt, sie müssen jetzt nachweisen, und das ist der Sinn des Dekretes, damit das Land neu bebaut werden kann, will der syrische Staat wissen, wem gehört es jetzt eigentlich richtig. Und das ist der Sinn des Dekretes, nicht um die Flüchtlinge hier in Deutschland zu enteignen, sondern, ja, das ist der Grund. Und noch viel wichtiger, sie können auch Verwandte hinschicken. Das muss der Flüchtling nicht mehr in Deutschland machen, der kann auch seinen Onkel hinschicken, der das nachweist. Das haben die Qualitätsmedien nicht gesagt. So, da sehen Sie hier einen Stadtteil, der ist erst im Sommer 2017 übergeben worden. Den haben wir besichtigt, eine Schule besichtigt. Da sehen Sie, da sind die Häuser so in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber Stahlbeton ist ja relativ stabil, zum Glück. Da haben wir eine Schule besichtigt. Das ist auch ganz schön gewesen, schauen Sie das mal an. Das war eine Grundschule, die Tische sind etwas ärmer. Aber so eine Disziplin hat man in deutschen Grundschulen nicht so. Und wenn Sie das hier sehen, kleine junge Mädchen und Jungs zusammen in der Klasse, die werden also auch nicht geschlechtergetrennt unterrichtet. Ja, super freundlich, das war ganz knuffig, die standen immer erst auf. Das muss wohl irgendwie, ich war bei in der DDR gelebt, aber da standen die am Anfang auf. Ein kleines Mädchen rannte nach vorne, klatschte dahin, nahm den Kopf, blabbel, 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 was in die Klasse gerufen, die Klasse stand, zack, blabbel, blabbel, blabbel. Dann haben sie hingesetzt. Ich glaube, sie haben uns begrüßt. Das wusste ich nicht so genau, aber es war einfach irgendwie, das war eigentlich ganz knuffig, wenn man das so dann so gesehen hat. Dann standen wir da hier. Also durchaus sehen Sie, es ist auch manchmal kalt, also es ist alles ein bisschen ärmlich, aber es ist immerhin eine Schule. Ja? Ich konnte da Mathe zum Glück mit meiner hässlichen Schrift anschreiben, das war ja zum Glück, die benutzen ja indische Zahlen, genau wie wir indische Zahlen. Wir sind keine arabischen Zahlen, sondern indische Zahlen, die Inder haben die erfunden. Da haben sie uns begrüßt, da hier auch. Da haben sie noch einen Fanappell dann gegeben. Da war sehr schön das Ganze. Da sehen Sie das hier. Ja? Also man sieht, der Staat möchte natürlich Nationalbewusstsein schaffen. Das merkt man. Er möchte insbesondere so national. Also wir sind Syrer alle.
ja, schaffen. Ja. Nee, es sind Syrer dann. Aber Sie sehen, Syrien ist multiethnisch. Sie sehen arabische Bevölkerung, Sie sehen europäische Bevölkerung, Sie sehen teilweise rothaarige. Also Sie haben Armenier da drin. Nee, jetzt müssen Sie eins nicht vergessen. Syrien war Kreuzfahrerstaat. Und ich vermute, die sehr rothaarige Bevölkerungsschicht, die dürfte wahrscheinlich noch Überbleibsel Nachfahren von den Kreuzfahrern oder von manchen Kreuzfahrern da gewesen sein. Es gibt auch Armenier da drin. Also eine ganz, Sie sehen auch Blonde da durchaus rumlaufen. Nicht so wie in Ägypten von der Bevölkerungsschicht. Deutlich heller, also auch so von, also eine multiethnisch. Ja? Da sehen Sie hier ein Krankenhaus, haben wir besichtigt, das ist beschossen worden, das ist komplett zerstört worden. Das war ein Spezialkrankenhaus für Dialysepatienten. Das ist jetzt das, als es damals, heute müsste es wieder in Betrieb sein, vor 7 Monaten war es noch nicht in Betrieb, da war es eine ambulante Praxis. Weil das gerade erst befreit wurde, waren sie am Wiederaufbau, war eine ambulante Praxis und es sollte zum Allgemeinhospital umgebaut werden, weil sie Dialysepatienten nicht behandeln können. Nicht mehr. Da waren jetzt gerade Renovierungsarbeiten, da sehen Sie hier die Betten, die sie dahinter gestapelt haben, was halt noch zu verwenden war. Islamisten haben es halt kaputt geschossen, gab das Krankenhaus und was jetzt dann halt noch zu verwenden war. Wird dann da aufgebaut, da sehen Sie Mitarbeiter davon. Die Materialien waren teilweise alt. Also da muss man wirklich sagen, die Syrer haben eine tolle Medizinausbildung, das wissen Sie. Es gab nämlich, bevor jetzt die ganzen Flüchtlinge gekommen sind, es gibt ja schon lange Syrer in Deutschland, gerade auch im Ärztebereich. Ja, ganz viele gut integrierte Ärzte, die da in Deutschland leben. Ja. Einfach mal so Eindrücke hier auch da, alles einfach, aber funktional. Gehen Sie mal in Brasilien, ein öffentliches Krankenhaus rein, da sieht es auch nicht besser aus. Ja, also... Ja, und in Griechenland sicherlich vielleicht auch nicht in jedem Krankenhaus. Ja? Da sehen Sie die Mitarbeiter des Roten Halbmondes da im Krankenhaus. Dann stand in dem Stadtteil die Bauruine einer Kirche. Das habe ich fotografiert. Die ist bis 2010, bis 2011, Entschuldigung, bis zur Besetzung durch die Islamisten, haben die da eine Kirche gebaut. Ja? Seit der Eroberung Konstantinopels ist wahrscheinlich in der Türkei keine Kirche mehr gebaut worden sein und in Saudi-Arabien nie. Ja, da wurde aber bis 2011 eine große Kirche gebaut. Ja? Das so viel zu den Vorteilen eines säkularen Staates in einer multireligiösen Gesellschaft. Da war jetzt so ein UN-Zentrum, da wurden also Traumakurse jetzt mittlerweile gegeben für die, da müssen ja schreckliche Dinge vorgefallen sein. Also wir haben einen Traumakurs da mal gesehen, ich weiß nicht, was die da alles erlebt haben müssen. Bei uns nach dem Krieg ja auch, nur hat es keine Sau interessiert. Da mussten die Frauen alleine damit zurechtkommen. Ja. Hier waren Kinderbetreuung noch, hier wurde dann so Handwerkskurse angeboten, wo dann Frauen praktisch Nähen beigebracht wurde und die Männer, die hatten so einfache Holzarbeiten gelernt, wie man einen Stuhl zusammenbaut und so, einfach damit sie so... für den Alltag da überleben können. Da sehen Sie so Second-Hand-Mode, die jetzt praktisch von denen da geschneidert wurde. Ja? Und jetzt kommen wir zu dem ganz Interessanten. Dann sind wir zu dem besseren Viertel von Homs gefahren. Homs Mall. Free Girl Generations. My Jeans. Das kann ich lesen. Big Sale. Und jetzt, das ist vollkommen normal, oder? Haben Sie in der Türkei so, wenn Sie da mal sind. Haben Sie auch in Ägypten mal so auf Englisch. Aber und jetzt kommt das Interessante. Hier gibt es keine Touristen. In Homs gibt es keine Touristen. Da gibt es ausschließlich arabische Bevölkerung. Und das, was ich besonders pervers finde, ist, dass diese Bevölkerung, das ist ja obere Mittelschicht, offensichtlich ein Faible für die Sprache des Landes hat, das gerade ihr eigenes Land mit einem verheerenden Krieg überzieht. Denken Sie mal ein bisschen drüber nach. Die wollen nicht der Feind der US-Amerikaner sein. Die benutzen ja deren Sprache sogar, obwohl es da kein Tourist ist. Da ist kein Tourist. Und die US-Amerikaner haben nichts Besseres zu tun, als den Islamisten auf den Hals zu hetzen. Das ist eigentlich die ganze Tragik, die dahinter steht. Das ist hochtragisch, das Bild, wenn man darüber nachdenkt. Ja? Schauen Sie sich die Straßen hier an. Auch hier wieder Sale. Warum muss da Sale? Ich freue mich, ich kann es verstehen. Aber da ist kein US-Tourist. Da ist überhaupt kein Tourist und die Russen, die verstehen es nicht, die da vielleicht sein sollten. Ja? Also das ist hochtragisch, dass das auf Englisch da im Grunde steht. Hier, Men's and Kids Second Floor. Das ist alles die Sprache der Bombenwerfer und Islamistenunterstützer, die da verwendet wird.
versehen sie wieder ein paar zerstörte Gebäude. Das gibt es, das gehört auch zu uns dazu, aber das ist halt nicht der Alltag. Da haben wir gesessen, im schönen, schicken Restaurant, war auch das Schickste. Da haben wir auch ein Foto geschossen, und ganz bewusst, und wir haben es im Vorfeld abgesprochen, das hauen wir raus. Ich trinke nämlich Kaffee. Wir haben nicht im Vorfeld, Herr Rockmann hat es nicht verstanden gehabt, wir haben gesagt Kaffee, aber war egal. Wir hatten nämlich dann gesagt, du trinkst deinen Kaffee, genau. Wir hatten nämlich im Vorfeld gesagt, den Text haben wir auch dann geschrieben, während sogenannte syrische, in Anführungszeichen, Flüchtlinge, in Anführungszeichen, in Berlin auf unsere Kosten Kaffee trinken, trinken wir in Homs auf unsere Kosten Kaffee. Finde den Fehler. Das Ding ist, das Ding hatte irgendwie 150.000 Zugriffe. Ich konnte es bei mir sehen. Gott, ich kam mit dem Löschen gar nicht. Ich habe so viele Hass. Also ich konnte es nicht lesen, so auf Arabisch da irgendwie so. Und dann irgendwie von Flüchtlingshelfern vorgeschriebene Texte, weil alle komischen Araber die gleichen Texte da gepostet haben. Ich bezahle meinen Kaffee selber und zwar mit den gleichen Fehlern in der Interpunktion. Also da hatte ich also zweimal übereinander stehen die gleichen Texte von verschiedenen Flüchtlingen. Übrigens, vollkommen klar, der Flüchtling, der in Berlin sitzt und einen Kaffee sich bestellt und den bezahlt, der bezahlt ihn natürlich in dem Moment. Die Frage ist, wo er das Geld her hat. Das haben Sie nämlich gegeben. Ja? So, also das war, da gab es doch so eine Aktion, Hashtag, wir bezahlen unseren Kaffee selber oder sowas alles. Ja? Ich habe irgendwie 2000 Araber sperren müssen auf meiner Facebook-Seite. Das war also, das war also auch im Lokal, auch Frauen rauchen, der Shisha ist da verbreitet. Das war natürlich Oberschicht, das ist klar, machen wir jetzt kein Hehl draus, das ist jetzt kein Arme-Leute-Lokal gewesen, ja. Da sehen Sie auch hier zwei Frauen, die etwas verkleideter sind. Insbesondere sah man das in Aleppo übrigens, haben sie uns auch gesagt, weil da ein Drittel der Stadt besetzt waren. Und wenn Sie in einer Stadt leben, die von Islamisten besetzt sind als Frau über Jahre, da gewöhnen Sie sich eine Mode an, die für Überleben dort einfach sinnvoller ist. Ja? Das ist der Grund, warum die da in Aleppo noch besonders stark in Burka rumlaufen, haben uns die gesagt. Ja? Weil einfach durch die islamische Okkupation, islamistische, ja, so. Da sehen Sie den Aufbau. Hier sehen Sie den noch einen Aufbau, das sehen Sie sonst nicht. Ich war einfach ein bisschen. Das sehen Sie aus, so typisch zerstört. Das war ein Stadtteil, da war richtig umkämpft. Das sehen Sie wieder nicht. Direkt daneben ist ein heiles Gebäude. Da sehen Sie nochmal wieder. Sehen Sie auch hier, Frontlinie. Zerwemst, heile oder zumindest bewohnbar wieder. Ja? Das habe ich fotografiert. Habe ich gesagt, wollte ich unbedingt sehen. Hier ein Gebäude komplett eingeäschert. Hier Ruinen, die man wieder renovieren möchte. Und davor geht aber das Leben weiter, indem man offensichtlich für einen Snack, Süßigkeiten-Snack, Werbung macht. Ja, das hat eine gewisse, ist Tragik, das Ganze. Das ist natürlich Kampfzone gewesen, offensichtlich. Ja, gehört dazu. Der Zug wird renoviert, liegt mitten in einem zerstörten Gebiet, wird renoviert als Anziehungspunkt. So, das war früher das Zentrum der Stadt. Und als sie 2015 befreit haben, seitdem wird das massiv renoviert, weil das als Prestigeobjekt dienen soll. Das Leben geht weiter, ihr könnt wieder euer Herz der Stadt könnt ihr wieder besichtigen. So, deshalb, da war das syrische Fernsehen. Übrigens, die haben das alle so gebracht, ich kannte das gar nicht. Die haben das berichtet, auch auf der Krim war das so. Die russischen Journalisten und die syrischen Journalisten haben das so später so niedergeschrieben, wie ich es gesagt hatte. Das war mir also komplett neu, zumindest auf Englisch. Das war also absolut eine unbekannte Erfahrung, die ich da so gemacht hatte. Da sehen Sie den Zug, wie er am Renovieren ist. Das dauert noch ein Jahr. Da war so eine Kinderbelustigung, um die Leute da in die Stadt zu bringen. Auch das klar europäisiert irgendwo. Auch da braucht man keine Angst zu haben. Kleine Kinder. Davor habe ich Angst gehabt ein bisschen. Ja. Und dann hier die Kirche, die syrisch-katholische Kirche, frei, ohne Sicherheit. Da ist jetzt keine Armee, die sie beschützen müsste vor Islamistenhorden oder sowas. Hier ein Geschäft, auch hier schauen Sie mal die Familie an, die haben wir gerade da haben zugewunken gehabt. Ja, also alles normale Menschen im Grunde. Ja. Das war die Kirche des bösen syrisch-orthodoxen Patriarchen, der die Islamisten nicht zurückhaben wollte. Da haben wir eine Kirche angezündet, das war ein Moslem, hat sie trotzdem mit angezündet. Das ist der Patriarch, der die Islamisten nicht haben will, hat uns noch eine Ikone überreicht gehabt. Und daneben ist die Moschee. Und Sie sehen keinerlei, da ist keine Absperrung, da ist kein Sicherheitsapparat. Und jetzt kommt noch das Schönste, hier hing das, was Sie jetzt sehen, hier. Habe ich da nicht fotografiert, ich dann. Nadi Al-Sren Presents, alles nicht auf Arabisch geschrieben, nur auf Englisch geschrieben. Valentine's Night. Ja? Und dann hier entsprechend noch drunter, ich kann es zur Seite nicht lesen.
bla bla, doors open at 5 p.m. Ja? Also auf Englisch. Ja, für wen denn? Für die vielen Amerikaner, die da sitzen? Da wird offensichtlich Valentinstag gefeiert für englisch sprechende Syrer. Ja, das glauben sie auch sonst eigentlich nicht. Das war Aleppo jetzt. Aleppo ist teilweise, ein Drittel der Stadt war von Islamisten besetzt. Insbesondere die Industriegebiete. Übrigens, die haben sie komplett geplündert, aber das war nicht schlimm. Nach der Befreiung konnte man die zurückkaufen aus der Türkei, die Maschinen. Die war ja nicht weg, die war nur in die Türkei gekommen. Ja, also, ja, das war dann so. Das, also, die haben sie geplündert und danach konnte man seine Maschinen wieder kaufen. So, ein Friedhof, ein christlicher, hier auch ohne, also schauen Sie, keinerlei Sicherheitssachen. Da ist nicht irgendwie religiöser Hass dann da vor Ort zu spüren. Handywerbung für die Oberschicht, Galaxy A8. Davon gibt es bessere Wohnviertel natürlich auch. H&M. Achso, Wasserspiele im Kriegsgebiet, also im Kriegsland angeblich, wo keine da kann kein Flüchtling hin zurück, Sie haben es gesehen. Das ist unbewohnbar, diese Gegenden, da können Sie keinen Menschen zurückschicken, nach Frau Merkel. So. Das war unser Treffen mit dem Gouverneur von Aleppo, der hat sich, das ist wie so ein Ministerpräsident, oder also die haben so kleine Regionen. So. Einfach mal ein paar Eindrücke noch. Mülltrennung. Die katholische Kirche, die orthodoxe Kirche. Das war unser Gespräch mit dem Roten Kreuz, Roten Halbmond, habe ich eben schon gesehen. Ein paar Geschäfte. Die Universität, wo der Dr. Hadid ein Sprecher mit uns gewesen ist. Sie sahen überall Spielplätze mit solchen mit so kleinen Mini-Rädern. Das sah man in ganz Syrien. Also in den Gebieten, wo wir waren zumindest. Ja, haben wir überall in allen möglichen Ecken gesehen. Was das war, weiß ich nicht. Da ist auf jeden Fall Modewerbung auf muslimische Art, aber jetzt auch anders, als man das teilweise so erwartet hätte. Das Bild habe ich dann auch geschossen, weil ich gedacht habe, lass mal die Leute raten, ob sie wüssten, wo das wohl aufgenommen würde, das Bild von dieser Dame hier. Ja? Wenn man nicht der Oma Arabisch dummerweise noch drauf hätte, würde man nicht wissen, wo es herkommt. Das würden sie nicht raten, dass das Aleppo ist. Da können Sie keinen syrischen Flüchtling hinschicken, sehen Sie. Und das ist Aleppo von oben. Komplett zerstört. Ich habe eben gesagt, Stahlgewitter 2016. Gehen Sie mal auf die deutsche Medien von 2016 Aleppo. Stahlgewitter, wirklich, ja, diese Ausdrücke, ja. Das ist Aleppo von oben, vom Hotel. Alles kaputt. Alles kaputt, komplett zerstört die Stadt. Wir haben einen Film darüber gezeigt, 2 Minuten, 300.000 Mal gesehen, international, sogar auf meiner Facebook-Seite, dieser Film. Das konnten die Leute nicht glauben. Und wir haben das zerstörte Viertel nicht gesehen. Es gibt Viertel, die umkämpft waren, aber die konnten wir zumindest von dem Hotel aus da nicht sehen. Und wenn, dann war es vielleicht ein Blickwinkel von 50 Grad, den wir nicht haben besichtigt, oder 90 Grad, sagen wir mal. Gut, 90 Grad haben wir nicht gesehen. Den Rest hatten wir gesehen. Das heißt, irgendwo muss ja das Kaputte kann zumindest nicht flächenmäßig so groß gewesen sein. Sie sehen hier nichts. Alles vor Satellitenschüssen, sehen Sie? Das ist Aleppo. Da hat die Fußballmannschaft von Aleppo trainiert. Ja, in Kriegszeiten. Das war das Treffen, wie Ihnen gesagt, mit den Vertretern. Hier nochmal der syrisch-katholische Erzbischof, der Herr Schader. Da nochmal ein paar Eindrücke, jetzt machen wir schnell. Umayyiden-Moschee zerstört worden von Islamisten. Die Türken haben übrigens die Sachen da geraubt, in die Türkei verkauft, Heiligtümer aus der Moschee. Das hat auch eine gewisse, ja, glaubt man auch nicht, dass sich die Muslime da selber bestehlen. So, das war die Zitadelle, die war damals noch nicht zu besichtigen, heute ist sie zu besichtigen. Heute ist sie also, beim nächsten Mal, wenn ich da hingehe, kümmere ich mir die Zitadelle dann an. Auch das, tragisch. Hashtag Belief in Aleppo. Also ich finde das ganz tragisch, dass sie dieses Englische da verwenden. Ja? Da war so eine Messe von diesen Damen, auch in Kriegszeiten eine Tourismusmesse eigentlich. Die war also bis zum Krieg richtig touristisch. Und dann ist sie verarmt, die Stadt natürlich, Industriegebiete gerade zerschossen. Und die Touristen bleiben natürlich weg. Das hier ist eine Armenierin gewesen. Die wussten gar nicht, woher wir kommen. Die sprachen alle Englisch und die waren noch nicht gebrieft. Die sprach mich in einer Minute an. Ich musste mit denen rumgehen, weil das praktisch die Damen waren, die das so gemacht haben. Die sprachen mich an, ob ich aus Frankreich käme. Also dazu nur wichtig war, die war nicht vom Staat gebrieft worden, so nach dem Motto, jetzt müssen sie denen das Richtige erzählen oder irgendwie sowas. Da haben wir uns das angeschaut. Das ist das Letzte jetzt. Da sehen Sie nochmal die. Assad sieht man natürlich ganz stark, das ist natürlich klar, in der Identifikationsfigur im Krieg ist natürlich irgendwie klar. Da konnte man sich so Seifen anschauen, alles was so die Frauen da so in Handwerksarbeit für die Touristen gemacht haben. Ein paar Kinder,
Da, auch der sieht ja nicht so dunkel jetzt irgendwie eigentlich aus. Also irgendwie, ja. So, das müsste es jetzt gewesen sein. Genau, jetzt haben sie ein bisschen länger gedauert. Kurz nach 9 ist es. 2 Stunden hat es mit Bildern gedauert. Ja. Erstmal, also ich glaube zumindest bei den Bildern, also mich hatte das absolut überrascht. Also ich, Leute, die in Syrien waren, ich hatte mich vorher nie so damit beschäftigt, die haben mir gesagt, das Land war 2011 ein wunderschönes Land, bis der Krieg da gekommen ist. Natürlich gibt es in Syrien das Grundproblem, das gab es immer, die sich stark reproduzierende sunnitische Unterschicht. Die ist das Problem in dem Land gewesen, auch ja, der Anteil der Christen ist im Laufe der Jahrzehnte massiv zurückgegangen, weil sie sich halt nicht so reproduzieren, wie das die sunnitische Unterschicht dann da gemacht hat. Wenn die halt 5 Kinder in die Welt setzen, inshallah, wird schon irgendwas draus werden oder auch nicht, ja, dann ist das natürlich ein Problem. Ja. Das ist halt auch in allen arabischen Ländern das Problem, dass die Unterschicht diese hohe Reproduktionsrate hat und dann natürlich dann ja, sich fatalistisch hingibt, liegt ja nicht an mir, Gott will das ja so oder Allah und dann, ja. Fernsehen kann ich mir nicht leisten, also irgendwas muss ich abends machen, irgendwie auch immer. Ja, also, ja, gut. Übrigens eine ganz wichtige Sache, sage ich noch vorweg, die Kinderzahl kann man statistisch nachweisen, Wohlstand ist der Schlüssel dazu allem. Haben Sie ein Einkommen von 1.500 Dollar im Jahr, ist nicht viel, pro Kopf, dann sinkt die Bevölkerungszahl, weil die Leute anfangen, also generell, dann sinkt die Reproduktionsrate. Ja, also das muss der Schlüssel sein, diesen Leuten vor Ort zu helfen, dass sie da rauskommen und nicht die mit Sanktionen zu überziehen, dass das da so weitergeht. Ja, gut. Ja, schönen Dank. Jetzt schauen wir das auf.